So Leute, heute ist der 17.10.2020. Nun ist der versprochene, geänderte und lange Film da. Es ist nur die Wahrheit über meine toxische Beziehung zu einer Narzisstin, die sich nun dieses Video hoffentlich oder sicherlich auch anschaut. Ich bin da ganz optimistisch, denn als Narzisstin muss sie ja auch wissen, was ich über sie rede. Wie ihr hört, ohne Transsexualität, weil dieser Film so schon alleine ca. 2 Stunden lang ist. Wie immer ist dieser Film abgelesen und auch durch Artikel 5 Grundgesetz geschützt. Dieser Film stellt nur meinen Rückblick, meine Meinung und meine Tatsachen auf für die Zeit von Sommer 2016 bis ungefähr Sommer 2020. Nichtsdestotrotz oder auch, obwohl es eine vermutlich toxisch-narzisstische Beziehung war, war es trotzdem oder wegen ihrem Narzissmus auch eine teilweise schöne Beziehung. Ich werde auch versuchen, dieses Video möglichst emotionslos zu machen, aber auf jeden Fall ohne Namensnennung. Ich bin ja sowieso emotionslos, laut Aussage dieser Person, für die dieses Video ist. Und ich weiß ja auch, dass sie mich stalkt. Stalke ich dich? Nein. Ich muss komischerweise immer nur reagieren. Wie mit diesem Film auf deine letzte Anzeige. Zeige ich in einem Film irgendein Schriftstück oder sage ich in irgendeinem Schriftstück deinen vollen Namen? Aber auch dazu in diesem Film später noch mehr. Denn ich hatte dir ja nach deinem Aus am 10.08.2019 Liebesbriefe geschrieben. Von Hand. Hattest du mir überhaupt einen Liebesbrief geschrieben? Nein. Das Einzige, was du mir geschrieben hattest, war, was ich dann jeweils bis zu dem Zeitpunkt alles falsch gemacht hatte. Und dass du mir vorgeworfen hattest, dass ich nicht weiß, was Liebe ist oder ich nicht weiß, wie Beziehung geht. Aber einen echten Liebesbrief? Nein. Und ich weiß nicht, was Liebe ist und ich weiß nicht, wie Beziehung geht? Ja, gut. Hier nun als erstes muss ich sagen, dass dieser Film nun hoffentlich in der richtigen und überarbeiteten Version mache. Warum? Ganz einfach. Über deinen Narzissmus, um deinen Narzissmus mal wieder zu füttern. Sorry, ich vergaß. Du bist ja gar kein Narzisst, sondern dein Ex-Mann war ja der Narzisst. Studien zufolge, was ich aber leider erst im Nachhinein gelesen hatte, zitiere ich eigentlich hier nur dich. Denn diese Studien sagen, dass Narzissten von sich selber aus gar keine Narzissten sind, sondern es immer der Ex-Partner, also dein Ex-Mann, oder die Ex-Partnerin, also ich bin. Du arme, arme Person. Das erklärt allerdings auch dein Love-Bombing von Februar, März 2017. Denn du leidest ja darunter, dass du keine Aufmerksamkeit von mir bekommst. Nicht umsonst hatte ich Post von der Staatsanwaltschaft Hildesheim bekommen, für die eben auch dieser Film ist. Also spiele ich ja immer noch in deinem Leben eine Rolle. Denn du stalkst mich ja immer noch. Weit über ein Jahr, nachdem du die Beziehung beendet hattest. Und gut ein Jahr nach deiner Gewaltschutzklage gegen mich. Gegen die du jetzt gerade selber wieder verstößt, Frau Münchhausen. Frau Münchhausen, Sie spielen in meinem Leben fast keine Rolle mehr. Und das fast auch nur, weil ich immer noch etwas unter deinem Narzissmus leide. Darum bin ich auch immer noch in psychologischer Behandlung. Und in dem von dir vorgeworfenen Zeitraum vom 13.05.2020 bis 12.06.2020 hast du schon gar keine Rolle mehr bei mir gespielt. Alleine dieser Zeitraum ist aber auch Beweis, auch für die Staatsanwaltschaft, aber auch für deinen Psychiater,
dass du mich mindestens bis 12.06. immer noch stalkst. Sind da noch Videos über dich erschienen? Vielleicht meinte ich ja gar nicht dich. Was natürlich bei deinem Narzissmus schwer zu begreifen wäre. Hatte ich dich dort bei deinem vollen Namen genannt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich hatte da, wenn überhaupt, Ulrike Knell, geborene Sperma aus Celle bei Hannover gemeint. Falls ich dort mal U.K.S aus C bei H sagte. Denn ich versuche, mein Leben zu leben. Was aber aufgrund deines Stalkings verdammt schwer ist. Also Pippi Langstrumpf, entschuldigen Sie bitte, dass Sie nicht mehr meine Aufmerksamkeit haben. Immerhin hatte ich dir noch zum Geburtstag und zum Einjährigen deiner Gewaltschutzklage gratuliert. Mehr kannst oder solltest du aber auch nicht mehr von mir erwarten. Ich habe meine psychische Angst vor dir und deinem Narzissmus fast besiegt. Danke hier auch an meine Freunde, die ich ja wieder haben kann und auch darf. Denn als ich mit dir zusammen war, warst du ja sogar auf einfache Telefonate und langjährige Freundschaften eifersüchtig, beziehungsweise hattest narzisstischen Besitzanspruch und mir sogar die verboten. Mit dem sinngemäßen Zitat, beende dies, beende das oder ich beende die Beziehung. Und da waren dann auch die Telefonkontakte oder langjährigen Freundschaften drin. Du hattest halt jede Forderung mit diesem Satz oder ich beende die Beziehung unterstrichen. Habe ich dir einfache Freundschaften oder freundschaftliche Telefonate verboten? Zum Beispiel mit deinem Marco? Oder gegebenenfalls sogar mit anderen, von denen ich vermutlich nicht mal was weiß? Nein! Ich hatte dir sogar das Treffen erlaubt. Du hattest mich und eben nicht nur mich ja sogar dafür belogen. Was aber die Sache für mich etwas schwieriger gestaltete. Aber das ist auch Narzissmus. Auch hier und dazu später mehr und genaueres. Aber unter meinen Freunden sind nun auch Leute, die sogar nicht nur geistige und physische und seelische Gewalt erfahren hatten, wie ich es hatte? Nein, schlimmer noch. Sogar körperliche Gewalt. Gott sei Dank aber nicht von dir, denn du wärst dieser Person alleine schon körperlich überlegen. Danke an dieser Stelle ganz besonders an Nadine, Kirsten, Patricia, Ulrike, Fabi, Vanessa und all die anderen. Denn ihr hattet mir sehr geholfen. Ihr habt gar keine Ahnung, wie sehr ihr mir geholfen habt. Ihr habt mir so sehr geholfen, dass ich mir sogar die Narzisstin erstmal selber wieder in Erinnerung rufen musste. Und weiter. Auch ein Hallo an die Familienmitglieder und zahlreichen Freunde von Frau Münchhausen, die hier eine Tatsache von ihr, die sie mir selber im Dezember 2016 sagte. Und im Dezember 2016 und im Januar 2017 sagte, Zitat, sinngemäß, als ich mich Mitte des Jahres von meinem Mann getrennt hatte, habe ich mir erstmal Anerkennung für mich und meinen Körper geholt. So im Schnitt von 2, 3 oder 4 Männern in der Woche aus Singlebörsen wie Tinder und Yahoo. Komplimente für mich, für mein Aussehen, für meine Figur hatte ich ja von meinem Ex-Mann nicht bekommen. Keine Komplimente, nichts. Für ihn war ich ja nur Mutter, Köchin und Putzfrau. So, bis November. Dann kam Wolfgang. Er war etwas älter als ich. Aber er hatte mich und meine Seele berührt. Machte mir tolle Komplimente. Ich dachte wirklich, dass ich angekommen bin. Ich habe mich ja so verliebt in ihn. Zitat sinngemäß Ende. Ist nur komisch, dass du dich dann an diese tolle Beziehung, die du von Anfang November 2016 bis Mitte oder Ende Dezember 2016, zwar also nur 6 oder 7 Wochen hattest und den man ja so geliebt hattest, unter dem ich dann sogar noch bis Ende Januar ungefähr mehr oder weniger litt, an diesen tollen Mann konntest du dich Anfang 2020 nicht mal mehr namentlich erinnern?
Das weiß ich aus einem Chat, den du mit einer mir persönlich bekannten Freundin hattest. Dein Zitat in dem Chat: Wolfgang? Ich kenne keinen Wolfgang. Okay, Tinder ist bekannt. Ja, Umo hatte ich mir gemerkt. Okay, ich bin nicht hetero, weil drei Beine habe oder so. Hätte ich aber auch dort genug haben können. Aber ich habe auch noch ein anderes passendes Zitat aus 2017 oder 2018, als ich mal eine Weile bei euch war. Von dir. Wenn unsere Beziehung irgendwann mal krachen gehen sollte, was sie dann ja im August 2019 auch ging, will ich gar keine feste Beziehung mehr. Zu einer Frau sowieso nicht. Weil ich die richtig narzisstisch behandeln würde. Und zu einem Mann auch nicht. Dann werde ich einfach mir wieder bei den Männern meinen Spaß holen. Wie ich es auch im Sommer 2016 tat und gut ist. An dieser Stelle meine Frage an Frau Münchhausen. Gut, eine Frau sowieso nicht, aber noch narzisstischer als mich. Aha. Und dass du das ja auch tust. Hattest du mir ja sogar im Frühjahr 2020 von zwei Leuten, du weißt, wen ich meine, ausrichten lassen. Obwohl es mich da eigentlich schon gar nicht mehr interessierte. Denn ob du eine Freundschaft plus oder eine Beziehung zu deinem Marco hast oder dir deine Anerkennung nun wieder von den vielen, vielen verschiedenen Männern holst, interessiert mich seit deinem 47. Geburtstag und deiner Gewaltschutzklage nicht mehr. Denn meine Komplimente und meine Anerkennung, was damals ernst und aus Liebe war, wolltest du ja nicht. Oder hat es dir nicht ausgereicht? Schade. Naja, dass du dir deinen Spaß, deine Anerkennung und die Komplimente von beziehungsweise mit den Männern sogar schon während der Beziehung gegönnt hattest, das hattest du dann ja in dem Juni-Juli-Wochenende 2019 bewiesen. Oder hatte ich reale Treffen in unserer Beziehung? Nicht wirklich. Hatte ich reale Treffen mit irgendwelchen Ex-Freundinnen in der Beziehung? Nee, weil die hättest du mir von vornherein narzisstisch verboten. Hatte ich über ein langes Wochenende überhaupt Besuch? Auf sicher nicht. Nein, weil dann wäre alleine nicht nur dieser Satz gekommen, sondern dann hättest du diese Beziehung beendet. Ich hatte dich nur bei deinem Marco bzw. eben dieses lange Wochenende etwas gebeten. Aus bekannten Gründen, Befürchtungen und Ängsten, die ja aber auch eingetreten sind. Dieses Treffen eben nicht so lange zu machen. Ich hatte dir ja nicht mal dieses Treffen mit deinem Marco verboten. Besser noch, ich wollte dein Treffen sogar real kennenlernen. Aber auch dazu noch später mehr. Nun aber weiter. Hallo auch an den Sohn, der ja für mich sogar wie ein Sohn war. Dem ich sogar mal einen eigenen Film widmete. Durch oder wegen seiner schwachsinnigen Mail an mich. Was ja aber vielleicht auch eher der Text der Mutter war. Freunde, woher auch immer, Abonnenten, Verfolger aus YouTube, Facebook, Instagram, Lovo und wo ihr so alle herkommt. Teilweise ja oder größtenteils sogar ja von Pippi Langstrumpf selber. Das Freunde könnt ihr auch fassen, wie ihr wollt. Denn Pippi Langstrumpf, weil ja Narzissten gerne in ihrer eigenen Welt leben, oder auch Frau Baronin von Münchhausen, weil sie ja fast genauso lügen kann, wie ihm der Baron von Münchhausen, der glaube ich da hinten bei dir aus der Ecke sogar herkam, und ihre Erzählung so glaubhaft rüberbringt, dass sie einen Ex-Partner von vor über 20 Jahren für ein sehr langes Wochenende bei sich einquartieren kann, ohne dass sie mit ihm Sex hat. Das Einquartieren könnt ihr gerne zweideutig auffassen. Denn ihr wisst ja, wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß im Leben. Denn in erster Linie ist dieses Video auch für euch, damit ihr eben auch mal meine Sicht der Dinge hört oder damit ihr auch wisst, was Pippi Langstrumpf mit mir oder aus mir gemacht hat.
beziehungsweise dass meine Fehler, die ich gemacht hatte, was ja eigentlich nur das Fotosammeln war, wo ich ja selber eine gewisse Zeit nicht wusste, wieso und weshalb und warum. Aber dazu dann auch im Film später mehr. Aber was ja vielleicht auch aus der Situation heraus verständlich gewesen wäre, ich sage nur Transsexualität, Veränderung des eigenen Körpers. Ja, ich habe auch Fehler gemacht. Aber dazu dann später mehr, so im Januar 2019. Denn meine Fehler waren erstens lange nicht so viele und zweitens schon gar nicht so heftige. Ne, Marco? Denn auch du hast in der Minute, die ich dich kennenlernen musste, Fehler gemacht. Du hast dich in eine Beziehung eingemischt und hast die Frau, die ich liebte, für 5 Tage und 4 Nächte besucht, die ja eigentlich, so dachte ich zu dem Zeitpunkt noch, in einer Beziehung war. Und hast mich, ohne auch nur ein Fünkchen Ahnung zu haben, als Schwuchtel bezeichnet. Und das zu einem Zeitpunkt, wo selbst der operative Weg schon abgeschlossen war. Mehr möchte ich zu dir, Marco, eine der aktuellen Freundschaften von Pippi Langstrumpf gar nicht sagen. Doch, das noch. Denn laut deiner Freundschaft plus ihr sinngemäßes Zitat aus 2017, als sie mir von ihren Hotel-E-Mails erzählte, an dich, an mich, wer weiß noch an wen alles, warst du in der Beziehung, die ihr in den 90er Jahren hattet, teilweise ein ungepflegter Mensch, der sogar mit Eichelkäse hatte, aber du ja so süß ausgesehen hast. Naja, dein Aussehen interessiert mich Gott sei Dank nicht. Ich bin ja nicht ein optisch favorisierender Mensch, dem es auf Aussehen ankommt, wie deiner Freundschaft floss. Aber, dass du ein absolut plan- und ahnungsloser, sehr, sehr dummer Mensch bist, der es eben geschafft hat, für sich eine Ficke zu gewinnen und die Frau, die ich liebte, die aber angeblich auch mich liebte, auseinanderzubringen, da kannst und bist du aber wahrscheinlich auch richtig stolz drauf. Herzlichen Glückwunsch, Marco. Aber das zeigt auch das Niveau deiner Freundschaft plus. Denn vermutlich arbeitet sie ja immer noch bei ihrem Bäcker, bei dem sie ja eigentlich seit 2016 bzw. Anfang 2017 schon aufhören möchte. Und eigentlich ja zurück möchte ins Büro. Aber sie ist ja halt noch vermutlich noch bei dem Bäcker, damit sie mehr Zeit für die Männer außerhalb eurer Freundschaft plus hat. Was meinst du, warum sie nur eine Freundschaft plus will? Ach so, nur so am Rande, dein Schwanz war übrigens auch zu klein. Fällt mir da gerade noch so ein. Deswegen auch zu dir nur eine Freundschaft plus. Wollt ihr zu mir auch nur. Aber auch dazu später mehr. Sie weiß nämlich nicht, wie Beziehung geht. Aber das könnte vielleicht auch an ihrer familiären Vergangenheit liegen. Wo ich ihr sogar bei helfen wollte. Sie mich, aber auch ihrem Psychiater gar nicht erst helfen lässt. Stattdessen verdrängt sie das lieber. Und das schon gut und seit vielen, vielen Jahren. Du weißt, was ich meine, Pippi Langstrumpf. Mehr möchte ich und werde ich zu deiner familiären Vergangenheit hier auch nicht mehr sagen. Ist ganz allein deine Sache oder Sache deiner Familie. Und darum habe ich hier auch den anderen Film rausgenommen. Nicht auf Rücksicht auf dich, sondern auf Rücksicht in erster Linie auf deine Schwestern und in zweiter Linie auf deinen Sohn. Darum habe ich hier auch viele Teile des Films geändert und nochmal gemacht. Aber dafür bleibt dieser Film auch online, weil es eben meine Meinung ist und mir kein Näher, kein Nee und auch du nicht mehr verbieten kannst. Und hier bringt deine Drohung oder ich beende die Beziehung auch nicht mehr. Aber nun weiter. Auch gerade weil du, Pippi Langstrumpf, nichts gegen diesen Ausspruch Schwuchtel gesagt oder getan hast, glaube ich dir auch nicht, dass in den 5 Tagen und 4 Nächten bei euch beiden deiner Aussage nach nichts passiert ist. Ich glaube nicht mal mehr, dass du mich überhaupt geliebt hattest. Denn sonst wäre es gegebenenfalls ja auch für dich, weil du ja fast den ganzen Weg mitgegangen bist, eine Beleidigung gewesen. Aber als Narzisstin ist dir das sowas doch sowieso egal. Okay, es mag sein, dass ihr kein offizielles Paar seid.
Hast mir ja sogar im Frühjahr 2020 ausrichten lassen. Was mich aber eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr wirklich interessierte. Warum auch? Denn du bist doch sowieso heterosexuell. Deine Aussage aus Dezember 2016, in den ersten Telefonaten und sogar im Dezember 2018 schriftlich, dass du Männer brauchst. Was allerdings auch ein Beweis ist, dass du mich gar nicht geliebt hattest. Denn du wusstest von Anfang an von meiner Transsexualität. Nur mal so für euch, die Frau, um die es geht. Für sie habe ich auch ein perfektes Zitat in einem Forum gefunden. Narzissmus. Eine Form der Zerstörung. Zitat aus diesem Forum. Was auf sie voll zutrifft. Narzissten werden dich gut behandeln vor anderen, während sie dich emotional aussaugen. Wenn keine anderen Menschen anwesend sind, wenn du den anderen von deinem emotionalen Missbrauch erzählst, wird dir aber niemand glauben und du wirst wie eine Verrückte klingen. Für die Ohren anderer, die nicht wissen, wie sie zu dir ist, wenn niemand außer dir anwesend ist. Marco, ist eben eine Frage. Siehst du nur süß aus? Aber ich denke mal, dass ihr beide gut zusammenpasst. Denn du weißt ja wahrscheinlich, vermutlich auch nicht, was Liebe ist oder wie Beziehung geht. Zumindest, was ich so aus deinem Leben weiß. Aber ist ja auch eure Sache. Aber egal. Wäre ich in gleicher Situation gewesen wie du zu dem Zeitpunkt, Pippi Langstrumpf, als ich dieses kurze Telefonat mit deinem Marco hatte und du mich wirklich geliebt hättest, hätte ich an deiner Stelle, nämlich zu deinem Marco, gesagt, pack deine Klamotten gar nicht erst aus. Sorry, Silvia ist meine Freundin, ich habe mit ihr den Weg zusammen gemacht. Wir haben gemeinsam den Weg ihrer Transsexualität bis hierhin zusammen geschafft. Und du nennst meine Freundin nicht Schwuchtel. Damit verletzt du auch mich. Nimm deine Sachen. Ich bring dich wieder zum Bahnhof. Hier bei und mit mir schläfst du nicht. Aber das ist eben der Beweis, dass du mich gar nicht liebtest. Mehr möchte ich erstmal zu diesem Plan und ahnungslosen, sehr, sehr dummen Menschen gar nicht sagen. Aber dein Handeln passt ja auch genau zu deinem Charakter und deinem Gefühlsbuch. Wenn du denn echte Gefühle hättest, du Eisblock. Und zu deinen Aussprüchen aus Dezember 2018. Dir reicht doch eine Freundschaft plus. Selbst 2016 bzw. 2017 ja schon zu mir damals. Als ich dieses dritte Bein da noch hatte. Du brauchst doch nur das dritte Bein eines Mannes. Deine eigenen Aussage aus Dezember 2018 beim ersten richtigen Aus. Zitat. Ich brauche einen Mann! Auch deine ergänzenden Aussprüche, die du dann noch brachtest, auch dazu werde ich noch was sagen. Aber, Pippi Langstrumpf, wenn du einen Schnitzel, also das dritte Bein des Mannes brauchst, dann kaufst du dir doch auch keinen ganzen Marco, kein ganzes Schwein. Dir reicht doch also Freundschaft plus. Warum bist du, Pippi Langstrumpf, den langen Weg mit mir eigentlich zusammengegangen? Ja, fast bis zum Schluss zusammengegangen. Wo du hättest nun auch wirklich anfangen können, das Gute, das Schöne, das Zärtliche, die Zärtlichkeiten, die Geborgenheit und sogar das Vertrauen zu genießen. Das wird vermutlich, wie die vielen anderen Fragen, die ich dir schon in der Beziehung stellte, für mich immer ein Rätsel bleiben. Oder kann, darf, soll, muss ich alles auf deinen Narzissmus schieben? Wäre vermutlich noch nicht mal so falsch. Denn dass du Liebe, Sex und Zärtlichkeit, Geborgenheit und Vertrauen, dass du mit den Sachen nicht umgehen kannst, das hast du ja sogar selber bewiesen. Und noch was für die uninteressierten Verfolger. Auch für euch nochmal eine kleine Mitteilung. Wenn ihr die Videos so langweilig findet oder scheiße findet oder sonst wie findet, eure Meinung interessiert mich gar nicht. Ihr braucht euch die Videos gar nicht ansehen. Warum ich denn die Videos mache? Ganz einfach.
Ich weiß, dass eine gewisse Person mich stalkt. Dass sie nun mal mit ihrer narzisstischen Persönlichkeitsstörung diesen Film anschauen wird. Und so weiß sie gegebenenfalls, woran sie arbeiten kann für ihren Marco, Thomas, Frank, Michael, Robert oder wie sie alle heißen. Außerdem wird so ihr Narzissmus gefüttert, damit sie mich auch mal wieder anzeigen kann, wenn diese Anzeige dann gegebenenfalls auch ins Leere verläuft. Aber die meisten Leute, die mich hier bei YouTube verfolgen, kommen eh von der Narzisstin selber. Damit sie eben auch hier mal wieder Anerkennung ernten kann, was ihr ja doch immer so wichtig ist. Nun aber mal auf die Geschichte oder das Märchen von Anfang an. Am 10. Dezember 2016, als ich noch zu dem Zeitpunkt meine beiden existierenden, noch männlichen Namen hatte, die sie ja ohne mein Wissen und ohne mein Einverständnis von dir gelöscht wurden, schrieb sie mich damals auf meinem Carsten Majernik an. Übrigens hast du mir mit dem Löschen von dem Carsten Landau und Carsten Majernik jede Menge Erinnerungen und Emotionen genommen. Alleine wegen meiner Kinder. Aber das sagte ich dir ja schon damals. Das hat dich auch nicht interessiert. Das war auch eine heftige Verletzung. Aber dein Narzissmus begreift es nicht. Egal. Nach einem kurzen Hin- und Hergeschreibe, wo sie mich über ihren ehelichen Namen aufklärte, fingen wir dann auch relativ zügig an zu telefonieren. Übrigens, zum Thema Eingriff in die Privatsphäre. Habe ich von dir nur gefordert, dass du irgendwas löschen sollst, kannst, musst? Irgendwelche sozialen Medien entfernen musst? Nein! Aber du nahmst dir sogar raus, meine zu löschen? Schon mal ein Verstoß gegen einige Absätze im Grundgesetz. Von dem Löschen meiner Emotionen, Bilder meiner Kinder etc. Da sage ich jetzt mal nichts, ne? Alleine dafür, aber gut. Eintrag 17.12.16. Erstes Treffen mit Pippi Langstrumpf. Ich glaube, das war auch das Einzige, wo sie mal halbwegs bis überpünktlich zu einem Treffen erschien. Im Nachhinein weiß ich auch nicht mehr so genau, wieso, weshalb, warum ich halbnackt die Tür öffnete. Ich glaube, ich machte die Tür im Slip und T-Shirt auf. Ich war, glaube ich, auf dem Weg unter die Dusche. Ich wollte ja für die Frau bzw. das Treffen frisch geduscht sein. Davon ausgehend, dass das Treffen genauso wie aus dem gleichen Grund der 90er Jahre ist. Sex. Auf jeden Fall öffnete ich nur im Slip und T-Shirt die Haustür. Pippi Langstrumpf tat ein. Und sie fing auch sofort an, mich leidenschaftlich und intensiv zu küssen. War es, weil ich eben nur leicht bekleidet die Tür öffnete? Allein damit hatte sie mich schon überfahren. Egal, wir brauchten keine 3 Minuten und Pippi Langstrumpf und ich lagen zusammen im Bett. Ja, wir hatten nach nicht mal 3 Minuten Wiedersehens nach über 20 Jahren Sex. Ich habe zu noch keinem Treffen eine Frau so schnell im Bett gehabt. In der Hinsicht hat Frau Münchhausen halt den Rekord bei mir. Den wird sie vermutlich auch behalten. Kannst also stolz drauf sein, Pippi Langstrumpf. Aber nach dem einen Treffen im Dezember danach war sie auch nie wieder so pünktlich. Zu dem Zeitpunkt des Treffens sei auch nochmal ganz wichtig gesagt, Pippi Langstrumpf war in einer Beziehung zu dem Zeitpunkt, also Mitte Dezember, mit einem Wolfgang. Also hier, wie in den 90er Jahren, während der Beziehung mit ihrem Jürgen in den 90ern, mit dem sie damals sogar zusammen wohnte, war sie jetzt in der Beziehung mit einem Wolfgang. War ich da nur der Füller da?
Er, also dieser Wolfgang, meldet sich 3 oder 4 Tage schon nicht mehr. Er lasst zwar ihre WhatsApp, meldet sich aber nicht zurück. Also im Dezember 2016, als Pippi Langstrumpf und ich uns nach 20 Jahren wieder sahen und im innerhalb von 3 Minuten Sex hatten. Sie hatte eben eine Beziehung mit ihrem Wolfgang in den 90ern mit dem Jürgen. Achso, das ist ja ganz Text nochmal, ich bin kopiert. Achso, ja, achso, ja. Dreimal Betrogen. In den 90ern Jürgen, 2016 ihren Wolfgang und 2019 dann mich mit ihrer Freundschaft plus Marco. Sie hatte mir in den Beziehungen immer vorgeworfen, dass ich nicht weiß, was Liebe ist oder ich nicht weiß, wie Beziehungen geht. Und wegen dem aus meiner Sicht einzigen Fehler, den ich machte bis Januar 2019, wo ich ja nicht mehr wusste, wieso, das Foto sammeln. Ich würde sie gar nicht lieben oder ich würde sie sogar betrügen. Zitat von ihr. Von ihr. Aus ihrer Sicht. Ich kann dich gar nicht lügen bzw. betrügen. Oder auch ein Zitat von ihr. Du willst oder würdest doch viel lieber mit dem Mädchen auf deinen Fotos ficken. Wo ich alleine ihre Aussage, was das Betrügen betrifft, immer verneinte. Und ihr sagte, dass ich sie liebe und sonst keine. Und dass ich eben auch nicht genau wüsste, wieso oder warum ich diese Fotos sammle. Jürgen nicht belogen und betrogen. Wolfgang nicht belogen und betrogen. Mich nicht belogen und betrogen. 3 Treffen. Bei jedem dieser 3 Treffen warst du jeweils in einer Partnerschaft. Und du kannst nicht lügen und nicht betrügen. Darum hast du ja jetzt auch nur eine Freundschaft plus zu Marco. Naja, wir trafen uns dann im Dezember noch 2 oder 3 Mal. Ich fing aber bereits auch hier schon an, wieder gleiche Gefühle wie in den 90ern für die Frau zu entwickeln. Wie schon gesagt, ich fühlte bereits im Dezember, spätestens jedoch im Januar 17 ging es los. Es kamen alte Gefühle zurück. So sprach ich sie also Mitte Januar 2017 darauf an, ob sie sich eine Beziehung oder sogar eine Partnerschaft zu mir als transsexuelle Person vorstellen könnte. Denn auch von meiner Transsexualität erzählte ich ihr. Dieses bereits irgendwann Ende Dezember. Wir telefonierten trotzdem jeden Abend, so gegen 22.30 Uhr. Das bürgerte sich über diese 2 Jahre und 8 Monate auch eigentlich so ein, dass wir wirklich jeden Abend telefonierten. In den Telefonaten ab Ende Dezember fragte mich dann Pippi Langstrumpf sogar etwas über die Transsexualität aus. Ich gab ihr sogar verschiedene Internetlinks, wo sie sich auch über Transsexualität schlau lesen konnte. Hier bat sie sich dann aber... Was? Hier bat sich dann aber auch Pippi Langstrumpf eine gewisse Bedenkzeit aus. Meiner Erinnerung nach sagte sie etwas von 10 Tagen, aber in Wirklichkeit waren es nur 3 oder 4 Tage. Trotzdem telefonierten wir aber auch in dieser Bedenkzeit jeden Abend. Nach dieser Bedenkzeit sagte mir Pippi Langstrumpf dann auch, dass es für sie sicherlich eine ungewöhnliche Beziehung wäre, aber sie denkt, dass sie damit keine Probleme hätte. Ich hätte ja auch mein 3. Bein noch. So hatte Pippi Langstrumpf und ich ab Ende Januar ganz offiziell eine Beziehung, die sie dann auch irgendwann ihrem Filius erzählte. Hier darum nur noch mal eine kleine Anekdote vom Filius. Ich versuche sie mal ziemlich wortgenau wiederzugeben. Der Filius fragte sie: Mama, ist Transsexualität ansteckend? Das nur mal so als kleines lustiges Zitat für diesen Zeitpunkt planlosen Menschen. Denn der Filius und ich sprachen sogar einmal über ein Wieso, Weshalb, Warum, wie das so ist und so weiter. Ich weiß nicht, ob es wirklich ihn interessierte oder ob es einfach nur mal aus Anstand war. Keine Ahnung. Aber nun mal weiter in der Zeit. Sorry Leute, wir haben jetzt mittlerweile... Ja, gut, 1/2 Stunde haben wir schon mal. Ich hatte Manipulation und meine Hormonbehandlung gegenüber der Krankenkasse im März oder April durch. Macht also an meinem transsexuellen Weg weiter. Als erstes bekam ich bei einer endokrinologischen Praxis in Hannover einen Termin. Es passte zeitlich sogar so gut, dass Pippi Langstrumpf
sogar mitkommen konnte, was sie ja auch tat. Ah, jetzt kommt die Nummer, ja. Meine Hormonärztin, ja, es ist eine Frau, erklärte uns zu diesem Zeitpunkt über Hormoneinnahme, deren Wirkung, Folgen, Veränderungen des Körpers und des Aussehens, der weicheren Gesichtszüge, leichte Änderungen des Wesens, also auch des Charakters etc. etc. auf. Aber auch über die Nebenwirkungen wie Sex und Lust, zumindest in der Androkurphase. Androkur, das Anti-Mann-Hormon, welches eben die Hormone des Mannes unterdrückt und auch meistens damit eine Sex und Lust verbunden ist. Was sich aber nach der GAOP, also sprich der Entfernung der Hormonproduzenten des Mannes, also die Eier und damit verbundenen anderen Genitalien, dem Absetzen des Hormons, aber nach einiger Zeit auch widerlegen würde. Auch sagte sie noch ein paar Sachen zum Estriphan, also dem weiblichen Hormon, dass ich den Rest meines Lebens nehmen sollte. Sie hatte hier auch schon gleich von vornherein auf diesen sehr, sehr langen, beziehungsweise wegen dem Estriphan, lebenslangen hormonellen Weg hingewiesen. Meine Endokrinologin sprach dafür sogar Pippi Langstrumpf eine Art gewissen Respekt aus, warnte aber auch gleich, dass diesen eben sehr langen Weg eine Beziehung meistens nicht überlebt, beziehungsweise sogar durch das Androkur eben nicht überlebt. Wenn meine Endokrinologin gewusst hätte, wie recht sie damit hat. Aber da hatte Pippi Langstrumpf ja auch noch eine große Klappe. Wir schaffen das schon, ich liebe sie ja. Du, mich lieben? Du weißt gar nicht, was Liebe ist? Aber egal. Nächsten Eintrag habe ich am 25.04.17. Hier steht, ich war das letzte Mal bei Kirsten zum Nageln. Weil Pippi Langstrumpf ja sogar eifersüchtig auf Kirsten war bzw. ist. Und das, wo Kirsten eine glückliche Beziehung hat. Aber sie hat mir verboten, dass ich weiter zum Nageln zu Kirsten gehe. Also dieses Nageln hier. Ne? Nicht, dass ihr da mit ihr Männer hier, ne? Dieses Nageln. Hier kommt also wieder voll der Narzissmus und Besitzanspruch von Pippi Langstrumpf zum Tragen. Was ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht mal ansatzweise realisierte. Und was eben diese Freundschaft zu anderen Menschen betrifft, das war nicht nur meine Nagelfee, die sie mir verboten wurde. Hier kamen im Laufe der Zeit, ohne genauere Daten nennen zu wollen, noch Tanja M., Silvia M., Katharina B., Sandra F. und viele, viele andere dazu. Das weißt du doch aber selber. Dann sagte mir Pippi Langstrumpf auch noch, dass sie eigentlich bei diesem Bäcker aufhören wollte. Da sie jetzt ja getrennt lebend ist, beziehungsweise von ihrem Mann weg ist. Könnte sie ja auch wieder ganz normal als Vollzeitkraft arbeiten gehen. Was ihr Mann ja angeblich in der Ehe verbot. So half ich Pippi Langstrumpf gegebenenfalls einen neuen Job zu finden. Denn sie hätte ja schließlich auch mal was anderes gelernt. So helfe ich ihr zum Beispiel im Mai 2017 bei einem Bewerbungsschreiben an eine große Versicherung, da sie ja noch nicht mehr Bewerbungen schreiben konnte. Aber, sag mal, bist du eigentlich immer noch bei dem Bäcker? Im Mai 2017 hatte ich dann auch einen ersten Epilationstermin. Zum Epilationstermin konnte Pippi Langstrumpf dann leider aus ihrer Sicht nicht mit. Ich wusste ja gar nicht, wieso, weshalb, warum sie da unbedingt mit wollte. Als ich dann Pippi Langstrumpf nach meinem ersten Epilation erzählte, wie das verlief, fragte sie auch, wer mich da epiliert. Ich sagte ihr ganz normal und völlig unbefangen und ohne böse Hintergedanken, dass es eine Frau ist. Und hier hatte ich dann schon die erste richtige Eifersuchtsszene. Ich dachte zumindest, dass es Eifersucht wäre, weil mir der Mensch, der mich epiliert, ja auch noch körperlich sehr nahe kommen muss. Ich hatte es auch hier noch nicht realisiert, dass es eben keine Eifersucht ist, aus dem heutigen bekannten narzisstischen Grund, sondern eben Besitzansprüche. Ich wusste ja nicht, was Narzissmus ist, ich kannte mich damit überhaupt nicht aus. Gut, dass dieser Epilationstermin nur alle 6 oder 8 Wochen war.
Ich mal ganz kurz. Gut. So verging die Zeit vom Winter 2016 bzw. 2017 ins Frühjahr 2017. Die Treffen zwischen Pippi Langstrumpf und mir waren auch eingependelt. So zwei, dreimal die Woche kam sie zu mir, wenn ich nicht gerade bei ihr war. Und jedes Mal, wenn Pippi Langstrumpf bei mir dann aber wieder mit dem Auto wegfuhr, sagte ich ihr jedes Mal, pass bitte auf dich aus, fahr langsam, fahr vorsichtig und melde dich bitte zu Hause. Sie hat wirklich wahrscheinlich nie verstanden, warum ich das gesagt habe. Für sie war es wahrscheinlich aus ihrer Sicht einfach nur daher gesagt. Aber nun mal ein Zitat aus ihrem Gefühlsbuch. Hat das Datum 21.01.2017. Zitat. Ich habe keine Ahnung, ob es die gibt oder wie sie aussehen soll. Vor 22 Jahren, in Klammern, oder fast 23, hatte ich eine Affäre mit ihm. Er sah einfach umwerfend aus. Ich mochte ihn sehr. Ich glaube, wir hatten uns dreimal oder so getroffen. Ich hatte ihn dann noch zweimal angerufen, aber nicht erreicht. Und somit hatte ich aufgegeben, ihn aber trotzdem nie aus meinen Erinnerungen bzw. Gedanken verbannt. Ich habe mich gerne an ihn erinnert. Er hat einfach Leben ausgestrahlt. Leichtigkeit. Im Juni 2016 hatte ich ihn dann über Facebook angeschrieben. Ein halbes Jahr später hat er sich dann gemeldet. Er sieht noch genauso gut aus wie damals, aber inzwischen hat sich was geändert. Er möchte eine Frau werden. Er ist transsexuell. Er ist lieb, nett, heitert mich auf. Er hatte mir gesagt, dass er sich in mich verliebt hat. Habe ich das auch? Habe ich mich in ihn, in sie verliebt? Ich kann es nicht beantworten. Fakt ist, ich genieße ihn, in Klammern sie. Ich genieße die Unterhaltungen, seine direkte Art, seine Sprüche, seine Küsse, den Sex mit ihm, seine Nähe. Ich mag seine große Klappe. Ich mag es, wie er mich anguckt. Er tut mir gut. Wir haben eine Freundschaft plus. Was ist, wenn ich einen Mann kennenlerne? Wie geht es ihm dabei? Verletze oder enttäusche ich ihn? Schade, dass er eine Frau werden möchte. Zitat Ende. Alleine mit diesem Zitat beweist doch Pippi Langstrumpf, dass es ihr nur um das Aussehen und Sex mit einem Menschen geht, aber nicht um den Charakter. Denn als nächstes ein handschriftliches Zitat ohne Datum steht von ihr. Ich habe jedem die heile Welt vorgespielt, aber hinter den Mauern weht ein anderer Wind. Niemand hat etwas bemerkt. Ich hatte damals Elisabeth etwas erzählt, weil sie ja ab und zu, wenn sie bei uns war, etwas mitbekam. Ich hatte sie gebeten, nichts zu sagen, und sie hält sich dran. Vielleicht war das ein Fehler. Ende dieses Zitats. Thema heile Welt vorgespielt. Stimmt! Solange ich auch den noch hatte, hast du es sogar bei mir getan. Aber dazu dann auch später. Hier einfach mal ein paar Gedanken von mir. Warum hast du nicht hier angefangen, mit mir zu reden? Weil es dir leider nur um Aussehen und Sex geht? Darum hast du jetzt ja auch nur eine Freundschaft plus. Warum hast du damals gleich mit dem Lovebombing angefangen? Was ja eigentlich für Narzissten auch normal ist. Was ich aber da ja leider nicht wusste. Statt mit mir zu reden wie mit Elisabeth? Das hätte ja vielleicht dir geholfen. Das hätte ja vielleicht auch uns geholfen. Vielleicht wären wir dann ja sogar noch zusammen. Falls du es wirklich gewollt hättest. Oder falls du mich auch vielleicht wirklich geliebt hättest. Meine Gedanken ändern.
weiter lieber jetzt mit den Tatsachen. Naja, du brauchtest ja nicht erst einen Mann kennenlernen. Du greifst ja gleich auf alte Ex-Freunde von vor über 20 Jahren zurück. Aber ja, es verletzt mich, dass ich euch dieses vertrauensbildende Dreiertreffen, was ich noch am 25.06.19 anbot, beziehungsweise mir gewünscht hatte, abgelehnt habe. Verbiete ich dir Freundschaften? Nein! Aber damit hattet ihr bewiesen, dass es eben mehr als nur eine Freundschaft ist. Dass er mich Schwuchtel nennen durfte, ohne dass du darauf reagiert hattest. Obwohl du selber fast den gesamten Weg mitgemacht hattest. Warum auch immer. Aber dass du mich nicht geliebt hattest, hat ja auch das Einschlafen mehr oder weniger gezeigt. Denn ein Einschlafen aus deinem Gefühlsbuch mit dir war ja höchstens Hand in Hand möglich. Arm in Arm. Oder wirklich gekuschelt beim Einschlafen? Haben wir nie wirklich. Aber du belügst dich nicht. Du belügst dich sogar in deinem eigenen Gefühlsbuch. Obwohl du es ja angeblich so toll fandest, das gemeinsame Einschlafen. Wann hatten wir denn mal gekuschelt? Vielleicht, wenn du mal Sex wolltest. Aber wenn ich nur kuscheln wollte, kamen immer Ausreden. Denn hier kommt noch ein weiteres Zitat aus diesem Gefühlsbuch. Dieses Zitat muss zwischen dem 21.01.2017 und dem 1.03.2017 sein. Also in einer Zeit, wo wir eigentlich schon eine Beziehung hatten, was aber vom Text her eben eher zu Wolfgang, den du Anfang 20 ja schon nicht mehr kanntest, passt. Zitat hier raus. Entschuldigt, dass ich lache, aber ihr werdet gleich hören, warum. Ihr Zitat. Warum werde ich wortlos verlassen? Meine größte Angst war eingetreten und ich werde wortlos verlassen. Nicht ein einziges winziges Wort war ich ihm wert. Dabei hatte ich ihn geliebt. Er hat mir das gegeben, was ich in meiner Ehe nicht hatte. Ich wurde endlich mal wieder in den Arm genommen und festgehalten. Zärtlich geküsst, an die Hand genommen. Er hat meine Seele berührt. Er sagt mir, schön, dass es dich gibt. Ich fühle mich wohl in deiner Gegenwart. Bleib, wie du bist. Und dann ist er einfach aus meinem Leben verschwunden. Er hat mich wortlos verlassen. Er hat es geschafft, mich komplett wertlos zu fühlen. Er sagt mir, dass ich wundervoll wäre. Und dann ohne ein Wort weg. Für immer. Mich zurückgelassen. Wie ein wortlos gewordenen Gegenstand. Warum? Mir wird gerade übel. Als ob ich mich übergeben muss. Zitat Ende. Hat es hier also deine Beziehung mit deinem Wolfgang nachgearbeitet, an den du dich Anfang 2020 in einem Chat mit einer Freundin nicht mehr erinnern konntest? Du wurdest wortlos verlassen? Wie hast du denn am 10.08.2019 dich von mir getrennt? Nur mit den Worten, du meldest dich bei Lovo nicht ab, dann ist es auf, aus. Und hast das Telefon einfach aufgelegt. Na, wenn das mal kein Narzissmus ist. Zu diesem Zitat aus dem Gefühlsbuch muss ich allerdings eben, wie gesagt, auch sagen, dass die Seiten sogar durchgestrichen wurden. Aufgrund des Datums und vom Text her muss ich aber eben eigentlich sagen, dass dieser Text vermutlich immer auf ihren Ex-Freund Wolfgang geht. Den sie ja so innig und abgöttisch und heiß geliebt hatte. Mit dem sie ja, mit dem ich dann im Dezember 2016 bzw. Januar noch zu tun hatte, als Pippi Langstrumpf sich bei mir halt deswegen ausgeheult hatte. Denn Frau Münchhausen hatte von mir auch bis zum Ende hin
Komplimente bekommen für ihr Aussehen, für ihren Umgang mit meiner Transsexualität, für ihren geilen, festen Arsch, den ich in der Beziehung sogar mein Arsch bezeichnete. Für alles, was sie war, beziehungsweise, ja, nee, was sie ist, sondern beziehungsweise war, zu dem Zeitpunkt. Oh, ein weiteres Zitat aus dem Gefühlsbuch vom 1.3. Ich muss schon wieder lachen, Entschuldigung. Zitat. Seit dem letzten Eintrag über Carsten bzw. Silvia hat sich viel in mir verändert. Inzwischen kann ich immer mehr akzeptieren, dass sie eine Frau werden möchte. Ich werde es nicht vergessen, als sie mir am 29.01.2017 sagte, dass sie mich liebt. Nie mit 3 Ausrufungszeichen. Ich liebe sie auch. Sehr sogar. Ich liebe es, wie sie sich an mich kuschelt und ich sie streicheln kann, es genießt. Ich liebe es, wenn wir zusammen einschlafen. Ich liebe es, wie sie mich anschaut. Ich liebe es, dass sie so direkt ist. Ich liebe ihre große Klappe. Ich liebe den schönen, geilen Sex mit ihr. Ich liebe es, wenn wir uns küssen. Ich könnte die Liste weiterführen. Sie würde immer mit "Ich liebe es" beginnen. Jetzt beginnt eine neue Seite. Gleich mit dem Wort "Aber". Carsten wird für mich nie ganz weg sein. Wie auch. Ich fühle mich wohl an ihrer Seite. Bei ihr habe ich das Gefühl, sie gibt mir mein Leben Stück für Stück zurück. Ende des Zitats. Jetzt tun es die anderen Männer, die dir Stück für Stück ihr Leben einführen. Seit dem letzten Eintrag über Carsten. Oh ne, das hatten wir doch schon. So. Achso, jetzt kommt ein bisschen Zitat wieder, oder beziehungsweise von mir was. Stimmt. Carsten ist ja sogar heute noch in deinem Kopf. Leider. Was also hat sich bitte verändert? Nichts. Weil du nicht wirklich begriffen hattest und nie wirklich begreifst. Nun mal wieder ein narzisstisches Datum. 17.03.17. Oh ja. Ich musste, was ich sogar aus Liebe tat, meine Facebook-Profile auf nur Freunde stellen. Also, dass meine Freunde nur noch mein Facebook-Profil sehen. Die wenigen, die ich bei Facebook hatte oder habe. Pippi Langstrumpf hat sich aber das Recht rausgenommen, ihr Profil öffentlich zu lassen. Dass sie halt ihr Profil weiterhin von der Öffentlichkeit checken lassen kann, beziehungsweise im Nachhinein ja eindeutig, was ich wiederum auf Narzissmus und anderes beziehe, von Männern checken lassen kann. Hatte ich überhaupt verlangt, dass du dein Profil auf nur Freunde stellst? Nein! Hatte ich dir irgendeinen Chat, irgendein soziales Netzwerk verboten? Nein! Hatte ich dir überhaupt irgendwelche Kontakte verboten? Nein! Eintrag 6. Juni 17. Immer wieder sagt Pippi Langstrumpf, dass sie ins Büro zurück möchte. Ich ermutige sie sogar dazu. Ergebnis? Negativ. Auch in diesem Telefonat kommt mal wieder zur Sprache von Pippi Langstrumpf, dass ich ja nicht wüsste, wie Liebe geht oder was Beziehung ist. Ich fühle mal wieder ihre passive Aggression. Sie fordert mich in ihrer passiven Aggression sogar auf, dass ich mehr Emotionen zeigen sollte. Woraufhin ich sie allerdings auch auffordere, dass sie mal mit mir reden soll. Ich fragte sie sogar, ob ich ihr irgendwo bei helfen kann. Von ihr kam eine Antwort: Dabei kannst du mir nicht helfen.
10. August 2017. Der 10. August ist ein verdammt magisches Datum, muss ich so feststellen. Ab hier spioniert nämlich Pippi Langstrumpf meine Passwörter aus. Im Weiteren sprachen wir sogar über ein Partner-Tattoo. Aber hier, ab hier spätestens, hat Frau Baronin von Münchhausen auch Macht und Kontrolle durch ihre NPS über mich. Und hier mal ein Eintrag für September 2017. Der Filius von Pippi Langstrumpf hatte eine Angst- und Panikattacke. Und Pippi Langstrumpf wusste nicht, wie sie damit umgehen kann oder soll. Ich half in dem Moment dem Filius so gut ich konnte, nahm den Filius in den Arm, redete beruhigend auf ihn ein, was ihm mir aber auch offensichtlich gut half und Wirkung zeigte. Dennoch brachten wir ihn dann lieber ins Krankenhaus, wo er dann auch circa eine Woche blieb. Schade, dass du deinen eigenen Sohn nicht mit einer einfachen Geste helfen kannst, Pippi Langstrumpf. Also eine gute Narzisstin bist du, ob du eine gute Mutter bist, weiß ich nicht. Kommt ja dann nochmal eine andere Sache im Dezember. Eintrag für Oktober 17. Hier kamen die ersten massiven Forderungen von Frau Münchhausen, dass ich meinen Account bei Facebook löschen sollte, was ich natürlich im Gegenzug dann auch von ihr forderte. Weil sie mich hier eben schon auch anfing, sozial zu isolieren, was ich aber nicht merkte. Ihre Antwort war, wieder mal, dass sie ja, wenn überhaupt, nur mit Freunden chattet. Sie braucht sich nicht löschen. Und was hatte ich bei Silvia oder Carsten Meyer oder Carsten Landau gemacht, zumal die auch mal auf Freunden standen? Eintrag November 2017. Ich sollte eigentlich laut Pippi Langstrumpf einen Gefühlsbrief von ihr bekommen. Diesen Gefühlsbrief, in dem sie mir angeblich ihre doch so innigen Gefühle schildern wollte, warte ich noch heute. Ist es meine Schuld, dass du nicht tust, was du versprichst? Ich habe dir immer meine Gefühle und dass ich dich liebe sogar gesagt. Ich brauche dafür gar nicht erst einen Brief schreiben. Und selbst wenn ich einen Brief geschrieben hätte, hättest du ihn auch bekommen. Aber als ich dir nochmal einen Brief geschrieben habe, einen Liebesbrief, den hast du ja gleich mit einer Gewaltschutzklage beantwortet. Weil du nicht weißt, was Liebe ist. Denn du hattest am 10.8.19 Schluss gemacht. Weil ich nicht mehr auf deinen Narzissmus und auf deine soziale Isolation hören wollte. Auch sprach ich im November 17 noch mit dem Filius ernsthaft über seinen Drogenkonsum, den er damals langsam aber sicher im Griff hatte und bitte heute auch noch hat, falls du den Film auch siehst, wovon ich ausgehe. Dezember 2017. Am 5.12. waren wir gemeinsam in der Wasserwelt Langhagen. Das war ein gemeinsamer Tag mit der Frau, die mich heiraten wollte, die ich sogar heiraten wollte. Nachtrag 20.12. Im Nachhinein ist mir auch klar, warum wir nur einmal mit dem Filius bzw. das zweite Mal nur Frau Münchhausen und ich in der Wasserwelt in Langhagen waren. Die eine ist Schwimmmeisterin, die sich für Transsexualität interessierte, mit der ich mich eben unterhielt. Die hast du auch als Flirt gesehen, weil dein Narzissmus dich mal wieder davon abhielt, dass ich eine normale Unterhaltung führe und eben nicht flirte. Denn für dich war ja jede Unterhaltung, die ich mit einem Menschen habe, gleich ein Flirt. Du wolltest ja auch nicht dazukommen. Dich hindert ja deine Angst, neue Leute kennenzulernen daran. Darum kontaktierst du dann ja auch lieber alte Bekannte wie Marco oder mich. Und nun der Widerspruch. Darum holst du dir vermutlich die Männer aus Jaumo und sonst woher? Weihnachten 2017. Der nächste Fauxpas von dieser Frau. Hier holte ich nämlich den Filius von seinem Vater ab. Mit entsprechenden Reaktionen bzw. entsprechendem Nichthandeln von der Mutter.
denn die Mutter weigerte sich, ihren eigenen Sohn beim Vater abzuholen. Angeblich aus Angst vor ihm. Ist ja auch so schlimm, mit dem Auto hinzufahren, den eigenen Sohn, der vor der Haustür wartet, einsteigen zu lassen und wieder loszufahren. Denn das tat ich. Der Filius hatte Angstzustände und Panikattacken vor seinem eigenen Vater. Die Mutter störte es nicht und kümmerte sich nicht weiter um den eigenen Sohn und bat mich, den Sohn abzuholen. Als wir, also ich und der Sohn, dann wieder zu Hause ankamen, saßen der Sohn und ich erst eine Weile in der Küche und wir unterhielten uns über das Vorgefallene. Die Mutter kam dann später dazu. So, das war 2017. Was trinken? Fing auch ganz toll an. Und zwar, ja, spät aber, also noch meine Eintragung. 28.04.2018. Pur Konzert bei Möbel Höffner in Berlin. Ich hatte irgendeinen Radiosender, glaube ich, ein paar Konzertkarten für kostenlose Pur Konzert bei der Firma Möbel Höffner in Berlin gewonnen. Es waren sogar so viele Karten, dass ich davon noch einige selber verschenkt hatte. Unter anderem auch an deine vielleicht narzisstische Freundin, die bei mir in der Nachbarschaft wohnt, die ja im Nachhinein auch ganz dolle zu dir hält. Wo ich mir ja dann auch noch im Nachhinein mit einigen Aussagen ihre Verachtung auf mich zog. Seid ihr beide eigentlich immer noch so gut befreundet? Denn ihr habt ja das gleiche Denken. Irgendwie tut mir dieser Mann, dieser Frau eigentlich auch leid. Aber egal, ist seine Sache. Auf jeden Fall bekamen die beiden halt auch Karten von mir. Wir sind dann also zu viert, also du, Pippi Langstrumpf, und ich und das befreundete Pärchen, wo du ja vermutlich heute sogar noch per Facebook mit ihr befreundet bist, zusammen nach Berlin gefahren. Die Gruppe Pur hatte hier zwar nur alte und bekannte Lieder gespielt, aber es war trotzdem ein schönes Konzert. Fand ich zumindest. Auch wenn du es halt nicht so schön fandest. Weil ich dort sehr viele Fotos aus dem Pressebereich von der Gruppe gemacht hatte. Vielleicht wäre es ja auch schöner gewesen, wenn wir beide da alleine hingefahren wären. Und ich dann auch ohne Kamera. Aber warum sollte ich meine Kamera zu Hause lassen? Du hattest ja auch dieses befreundete Pärchen mit. Also habe ich halt die Fotos gemacht, wovon du und auch das Pärchen ja aber auch Fotos haben wolltet. Und ihr sie ja auch bekamt. Aber dieses Konzert und das Konzert dann im Dezember, wo wir dann ja auch wirklich alleine waren und ich auch keine Kamera mit hatte, in der TUI Arena Hannover, war für mich zumindest eigentlich ein großes Highlight, die wir in den 2 Jahren und 8 Monaten hatten. Diese beiden Konzerte, ja. Denn die Besuche bei deinen Schwestern oder bei deiner Schwester war ja wahrscheinlich für dich auch irgendwo Highlights. Für mich waren es nur Familienbesuche. Habe ich irgendwas vergessen? Bevor ich hier noch irgendwelche Vorhaltungen deinerseits bekomme, nicht zu vergessen, dass du mich zur GAOP gefahren hattest und mich sogar besucht hattest. Aber abgeholt nach der OP, weil er ja weg war, oder zu den anderen OPs hin oder her? Fehlanzeige, denn er war ja schon weg. Oh, jetzt kommt mal wieder was Witziges. 20. Mai 2018. Hier waren wir gemeinsam auf dem Drachenbootrennen am Maschsee. Wir haben dort deine große Schwester G. gesehen. Pippi Langstrumpf hatte mit ihr, warum auch immer, dicke Luft. Ich weiß nicht warum. Und sie sagte es mir aber auch nicht. Aber es war wohl schon etwas heftiger. Denn ihre Reaktionen, als wir sie sahen, waren doch schon ziemlich krass. Sie sagte zu mir ziemlich genau in diesem Wortlaut: Guck mal, da ist G.
Die haben wir jetzt erstmal nicht gesehen und gingen langsam weiter. Und dann sagte sie noch, ich möchte mit ihr im Moment nicht reden. Tja, was soll ich sagen? Ich traute mich ja schon gar nicht wirklich was zu fragen. Im Nachhinein natürlich auch wegen ihrem Narzissmus. Also, gesagt, getan. Dann im Mai oder Juni 2018. Ich glaube, es war die Zeit, wo ich lange und gerne bei Pippi Langstrumpf und ihrem Sohn war. In der Zeit reden wir auch über das eine oder das andere Thema. Unter anderem sprachen wir halt auch über das Thema ihre Familie und ihr Vater. Wie du siehst jetzt, Pippi Langstrumpf, ich habe hier den entsprechenden Text, werde ich hier jetzt auch nicht erzählen. Es reicht, wenn du es weißt und du dich darum auch nicht behandeln lassen möchtest. Wo ich es dir seinerzeit sogar als seine Partnerin sogar geholfen hätte, ja sogar helfen wollte. Aber vielleicht kommt genau daher ja auch dein Narzissmus. Aber auch mit den Menschen, wo du seit Mitte 2017 hingehst, redest du ja nicht drüber. Wie gesagt, Pippi Langstrumpf, deine Baustelle. Werde du glücklich oder werdet ihr glücklich, was du eben so unter Glück verstehst. Aber in der Zeit reden wir auch darüber, dass du mal sagtest, wenn irgendwann mal unsere Beziehung krachen gehen sollte, ne, was wir denn da oben schon mal hatten, was sie dann ja auch letzten Endes irgendwann ging, dass du keine neue Beziehung mehr willst. Zu Frauen ja sowieso nicht, weil du ja hetero bist und einer Partnerin voll narzisstisch behandeln würdest, was ja ich definitiv bestätigen kann. Aber auch nicht mehr unbedingt zu Männern. Dann wirst du es halt wieder so machen, wie du es von Mitte 2016 bis November 2016 bis zu deinem Wolfgang machtest. So 2, 3, 4 Männer die Woche aus irgendwelchen Single-Börsen, die reichen dir halt. Und du hättest auch wieder Abwechslung. Und das Ganze auch noch ungeschützt, wie du es ja auch 2016 machtest. Naja, ungeschützt, ich weiß ja nicht. Bei den ganzen Geschlechtskrankheiten, freien Tag raus hier. Weg. Ist deine Sache. Aber genau in dieser Zeit, vielleicht weil ich merkte, dass mit uns was nicht stimmte, sprach ich dich am 22.05.18 an, ob wir vielleicht auch ergänzend zu deiner Narzissmus-Opfertherapie, wo ich dir das ja noch wirklich sogar zu dem Zeitpunkt glaubte, dass du Opfer bist, eine Paartherapie machen wollen. Damit ich vielleicht auch lerne, mich dir gegenüber, also armes, armes Opfer, was du ja aber eigentlich gar nicht warst, richtig zu verhalten. Aber ich erklärte ja auch das, warum du gegebenenfalls bzw. eine Paartherapie ablehntest. Und das Ablehnen, ja nicht nur mir gegenüber, nein, gegenüber deinem Therapeuten, der dich fragte, sogar auch hast du es abgelehnt, du Täterin! Oder dies hier ist jetzt auch gut und witzig. Genau. Eines Abends saßen wir drei in der Küche. Der Filius sprach mich an und Pippi Langstrumpf hängte sich rein, weil ich dort jeden Abend so meine 2 oder 3 Elzer getrunken hatte. Der Filius sprach mich an, ob ich Alkoholikerin wäre, weil ich jeden Abend meine 2 oder 3 Elzer getrunken hatte. Dass ich Alkoholikerin bin. Das verneinte ich natürlich, amüsierte mich aber dabei. Ich sagte, dass ich kein alkoholisches Problem hatte. Hieraus entstand dann eine Diskussion. Aus dieser Diskussion unterbreitete ich den beiden einen Vorschlag. Denn zum Thema Alkoholismus habe ich allein aufgrund meiner Kindheit und Jugend eigene Erfahrungen. Im Weiteren muss man hier dazu sagen, dass der Filius selber jedes Wochenende auf der Piste ist und mit seinen Kumpels ordentlich was wegschluckt. Ich glaube, zu der Zeit ging er sogar noch zur Schule, hat also auch mal unter der Woche ab und zu mal was getrunken. Aber auf jeden Fall an den Wochenenden hat er sich ordentlich einen geballert. Hieraus kam dann die folgende Idee. Ich unterbreitete den beiden dann folgenden Vorschlag. Der Filius und ich trinken einen Monat
Es ging also um einen von vornherein begrenzten Zeitraum von 4 Wochen nichts zu trinken. Ich lasse mein alarmliches Alster weg und der Fius säuft auch nichts, auch nicht mit seinen Kumpels. Jetzt ratet mal, wer dieses Spiel keine 10 Tage durchgehalten hat. Ne, Filius? Der Sohn von Frau Münchhausen. Filius, vielleicht selber mit narzisstischen Zügen, ich weiß es nicht. Aber geh niemals eine Wette ein, die du gar nicht gewinnen kannst oder gewinnen willst. Denn wenn du dich selber vielleicht ja nur 4 Schränken einschränken müsstest, oh, jetzt zeige ich euch mal einen Zettel. Ich habe ihn noch. Diesen Zettel, das muss ich auch mal gucken, dass ich hier wegen dem Namen. So. In die erste Kamera. Ja, es laufen 2 Kameras. In die zweite Kamera. So. Auf diesem Zettel steht, dieser Zettel ist vom 5. Oktober 2018. Ich schick dich nicht mehr weg. Ich liebe dich, du blöde Kuh. Deine 5.10.2018. Ja, du blöde Kuh, wie du siehst, habe ich den Zettel tatsächlich noch. Aber das wirst du ja auch sowieso nicht begreifen, aber ist mir auch egal. Ja, ich habe im Oktober 2018 einen Fehler gemacht, als ich durch Pippi Langstrumpfs ständige Fragerei in Bezug auf meine Fotosammelei diesen Ausraster hatte. Ich wusste ja selber zu dem Zeitpunkt nicht mal, wieso ich Fotos sammle. Darum war ich ja auch schon, ich glaube es war im April oder Mai, damals noch bei unserem Psycho. Ich glaube, das war darum der einzige Termin, den wir mal gemeinsam hatten. Zum einen wegen ihrem Narzissmus, ihrer Angststörung und zum anderen wegen meiner Fotosammelei. In Bezug auf die Fotosammelei konnte mir der Psycho aber auch keine Antwort geben. Was dann aber im Januar 2019 eine andere zufällige Psychologin machte. Ja, ich war vielleicht von der Stimme her laut, aber vom Körper her, nein. Konnte oder könnte ich gar nicht. Die beiden waren zu dem Zeitpunkt meine Familie. Warum ich auch selber noch in der Nacht von deren Zuhause mit dem ÖPNV nach Hause gefahren bin. Weil es mir in dem Moment schon leid tat. Naja, was man eben so nach Hause fahren nimmt. Aufgrund des Fehlers habe ich mir mal, weil ich ja Alkoholiker bin, laut Aussage des Filius, richtig eingeballert. War günstig. Wo ich dann aufgewacht bin, sage ich lieber nicht. Vielleicht weiß es ja Frau Münchhausen noch, fragt sie doch mal. Aber vielleicht auch hier schon keine Liebe mehr seitens von Frau Münchhausen. Ich weiß es nicht. Trotzdem ein Dank an den Filius für die Zeit von ungefähr Mitte 17 bis eben zu diesem Oktober 2018. Bis eben zu diesem Ausraster. Danke für die allabendlichen Gespräche in der Küche, manchmal auch mit einem Bier. Danke auch, was? Achso, danke auch für die Zeit mit dir, so rum, genau. Du warst halt wirklich wie ein Sohn für mich, das stimmt. Du hattest mir aber leider nie die Möglichkeit oder die Chance gegeben, mich hierfür zu entschuldigen. Also mache ich auch das nun hier und öffentlich. Entschuldigung hierfür, Filius. Schade, dass du mir halt leider nie die Möglichkeit gabst oder auch nur die Chance gegeben hast, dieses vielleicht mal real, mal beim entspannten Bier oder als da wieder in der Küche zu tun. Aber, tja, ich habe aber Charakter. 27. bzw. 28. Oktober, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, Besuch im Krankenhaus. Auch hierzu hoffentlich emotionslos. Ich muss mal das Fenster aufmachen. Mir wird warm.
So. Ja, danke Pippi Langstrumpf, dass du mich am 22.10. nach Berlin gefahren hattest. Zum Termin meiner GAOP am 23.10.18. Du hattest dir dazu, glaube ich, sogar einen Tag Urlaub genommen. War das die Verabschiedungsfahrt? Denn als du mich am 27. oder 28. Oktober besuchtest, was ich einerseits mega schön fand, dass du mich damals als meine Verlobte im Krankenhaus Berlin besuchtest. Ich war innerlich mega glücklich. Aber als ich dir das Ergebnis der OP zeigte und dann dein Blick dazu, da kamen mir fast die Tränen. Ja, ich muss zugeben. Auch jetzt, wo ich das hier schreibe bzw. euch vorlese, kommen mir die Tränen. Eigentlich hätte ich da nach deinem Blick auf das Ergebnis schon irgendwas sagen müssen. Aber ich traute mich nicht. Dein angeekelter Blick von dem Ergebnis, kurz vorm Übergeben, war das dann der Moment, in dem dir es klar war, dass du von mir das Ding nicht mehr zwischen die Beine bekommst? Das wird mir leider auch immer in Erinnerung bleiben. Dann das nächste Ereignis, Dezember 2018. Ist mir das Damenfußballspielen verboten worden. Ich wollte tatsächlich wieder anfangen, mich sportlich, auch für dich, zu betätigen. Aber Pippi Langstrumpf verbot mir den Damenfußball mit einer absolut schwachsinnigen Aussage, die aber auch beweist, dass Frau Münchhausen noch nichts realisiert hat. Ihr Zitat: Du willst doch den Frauen nur beim Duschen zusehen. Dabei war ich doch geschlechtlich selber Frau. Warum sollte ich also anderen Frauen beim Duschen zusehen? Okay, wenn ich noch Carsten wäre, was ich ja in deinem Kopf sogar immer noch bin, dann wäre dieser Spruch vielleicht richtig. Aber wäre ich als Mann in eine Frauendusche gekommen? Zumal die Frauen alle viel lieber zu Hause duschen. Da hat nämlich nicht eine geduscht. Habe ich dich aber davon abgehalten, als du wegen deinem Rücken bzw. deinen Bewegungseinschränkungen ins Fitnessstudio gehen solltest? Ja, eigentlich sogar musstest? Nein! Im Gegenteil! Ich habe dich daran erinnert, sogar aufgefordert, dahin zu gehen. Kann ich was dafür, wenn du dich nicht bewegen willst? Nein! Aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. So, aber so um die Zeit fing Pippi Langstrumpf auch an, komischerweise regelmäßig Skat zu spielen. Wo sie auch nicht auf WhatsApp reagierte oder wenn nur sehr selten. Hattest du da eigentlich schon Kontakt zu Marco? Hatte ich dich von deinen Skatabenden abgehalten? Oder jemals gesagt, dass ich nicht möchte, dass du da hingehst? Oder wenn du da hingehst, dass ich dann die Beziehung beende? Nee. Fing da schon dein Lügen an? Oder sogar schon dein Betrügen? Es gibt einen tollen Spruch. Wenn jemand verrückt genug ist, dich zu lieben, mutig genug ist, für dich zu kämpfen, ehrlich genug ist, dich niemals zu belügen, dann sei auch du bereit, alles für diesen Menschen aus ganzem Herzen zu geben. Ja, geliebt hatte ich dich, aber du mich? Mutig war ich alleine schon mit dieser narzisstischen Beziehung zu dir. Und gekämpft hatte ich. Aber du, Pippi Langstrumpf? Ehrlich war ich, im Gegensatz zu dir. Aber über Ehrlichkeit und das Belügen schreibe ich hier lieber mal nichts. Denn in deinem Herz war ich offensichtlich niemals. Ich bekam nur deinen ganzen
vollen und vermutlich ungeteilten Narzissmus. Abenteuerland war ich mit dir. Ja, das ist nämlich jetzt der nächste Eintrag. 9.12.18 Pur-Konzert in der TUI Arena. Was hier jetzt gerade im Hintergrund vom 8.12., also Tag davor, aus Dortmund läuft. Warum warst du doch eigentlich mit hin? Wir waren doch sowieso gerade mal wieder in so einer Off-Phase wegen dem Damenfußball. Und im Nachhinein? Hattest du da schon Kontakt zu deinem Marco? Ich weiß es nicht. Du hattest mir ja im Sommer im Peiner Freibad nur den einen sanften Chat von ihm und dir gezeigt auf dem Telefon. Und den ja auch nur halb. Passenderweise fing der Kontakt ja aber auch erst am 18.12.18 an. Mit dem Chat von dem anderen Telefon, von der alten Telefonnummer, den ich auch sehen wollte. Den hast du mir ja komplett verweigert. Aber warum hattest du mich nicht alleine zu dem Konzert gelassen? Was hier ja auch übrigens im Hintergrund läuft. Weil ich dort jemanden vielleicht hätte jemanden kennenlernen können. Denn die Gruppe Pur, fandest du doch sowieso nicht so toll. Hättest die Karte doch verkaufen können oder verschenken können. 18.12.18, erstes richtiges Aus heißt dieser Eintrag. Hier beginnt der im Nachhinein erste nachweisliche Kontakt zwischen Pippi Langstrumpf, Frau Münchhausen oder U.K.S aus C bei H. Ich weiß es nicht. Und ihrem Ex Marco. Und somit meine lange Zeit des Leidens und des Belogen und Betrogenwerdens. Und du beschwerst dich, dass ich nicht weiß, was Liebe ist. Dass ich nicht weiß, wie Beziehung geht. Und das zu einem Zeitpunkt, wo meine Fotosammlerei auch schon sehr, sehr eingeschränkt war. Und ich ja auch deiner Ansicht nach mit jeder Frau Sex habe. Dann werde ich mal diesen Chat, soweit hier noch vorhanden, zitieren. Ja, werde hier auf die einzelnen Texte im Nachhinein eingehen, aber dass die nicht ausgeht. Oh, kannst du auch wieder zumachen? Ich schrieb ihr, mein Zitat an sie, ständig bist du online. Hier ja auch im Nachhinein der Beweis, dass Frau Münchhausen spätestens ab hier definitiv eben WhatsApp-Kontakt zu Marco hatte. Aber ich bekomme nicht einmal eine Rückmeldung, bin ich ihr das nicht mal mehr wert? Weitere Gedanken spare ich mir jetzt, weil ich ja unsensibel bin. Hierauf antwortete sie dann unmittelbar mit einer Nachricht. Zitat: Ich möchte einen richtigen Mann. Anmerkung zu dieser Zeile von mir. Also du möchtest einen Menschen mit Penis, der auch noch Eichelkäse hat, damit du was zwischen die Beine kommst? Dann antwortete sie weiter, also ein Zitat von ihr.
Ich will keine Heulsuse. Anmerkung, meine Anmerkung zu dieser Zeile. Sie forderte mich aber schon seit geraumer Zeit auf, dass ich mehr Gefühle und Emotionen zeigen soll. Passt! Nächster Text von ihr. Zitat. Ich möchte keinen, der mich maßregelt wie ein Kind. Hier also auch Zitat. Ich möchte keinen, der mich maßregelt. Anmerkung. Meine Anmerkung zu diesem Text. Ich habe dich nicht gemaßregelt. Ich habe dich nur auf deine narzisstischen Fehler aufmerksam gemacht. Noch ein Zitat von ihr. Ich bin kein Fußabtreter, kein Mülleimer und keine Krücke. Anmerkung von mir. Also meine Anmerkung hat sie also, ne, nie gekriegt. Das sind nur Anmerkungen. Warst du nicht für mich, im Gegenteil. Ich habe nur versucht, dir unsere Beziehungsprobleme zu erklären, die du ja aber nicht verstanden und eingesehen hattest. Noch ein Zitat von ihr. Ich bin ein Mensch, eine Frau, die das Recht hat, geliebt und geachtet zu werden. Im Kopf hatte ich jetzt gerade noch ein anderes Wort, aber das sage ich euch nicht. Meine Anmerkung von mir zu diesem Text. Ja, du bist eine Frau, die im Schwanz geil ist und nicht weiß, was Liebe ist. Und ja, ich hatte dich geliebt. Sogar nachdem du am 10.8.19 diese Beziehung beendet hast, noch fast ein Jahr danach, du blöde Kuh. Nur, um mal ein Zitat von dir zu wiederholen, was nicht beleidigend gemeint ist. Nächster Text von ihr, Zitat. Ich mache jetzt Schluss. Bitte geh deine Wege, alles Gute und viel Glück. Bitte schreib mich nicht mehr an. Anmerkung zu diesen Zeilen. Warum hattest du denn dann es nicht bei dem Aus am 18.12. belassen? Du hattest nun wieder Kontakt zu deiner heutigen Freundschaft plus. Oder warst du dir zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob er knallen will? Oder knallen kann? Oder ob er noch so hübsch aussieht? Oder ob der Eichelkäse weg ist? Naja, warum hast du dich überhaupt im Januar mit mir nochmal getroffen? Warum hast du nicht im Januar 19 schon gesagt, du, ich habe Kontakt zu deiner heutigen Freundschaft plus? Warum hast du es überhaupt so weit kommen lassen? Denn wenn du ehrlich gewesen wärst, du wusstest doch, dass ich keinen Penis mehr habe. Ich nicht. Du also von mir nichts mehr außer meine Zunge, meine Finger, ein Dildo, ein Vibrator, meine Zärtlichkeiten zwischen die Beine bekommen könntest. Wolltest du deinen gewaltigen Narzissmus echt nochmal testen? Ende 18. Januar 19. Oh. Überschrift: Rettungsversuch im Brauhaus. Fortsetzen des Lügens und Betrügens seitens Pippi Langstrumpf im Brauhaus Ernst August Hannover. An diesem Tag, so dachte ich, kann ich Sie davon mit einem Gespräch überzeugen, dass ich es mehr als ernst mit ihr meine. Wir wollen dieses Jahr auch heiraten, dachte ich. So starteten wir, dachte ich, die Beziehung neu. Allerdings ohne mein Wissen, dass sie seit 2 Wochen, wenn nicht eben sogar schon länger, Kontakt zu ihrem Marco hat. Und hier schon auf jeden Fall anfängt, mich zu belügen. Ob sie mich betrügt, das weiß nur sie. 16. Januar. Jetzt wird es interessant. Evangelische Elisabeth Klinik Berlin. Der einzigste Termin, der hier was mit der Geschichte
oder eben dem Märchen von Pippi Langstrumpf zu tun hat und meiner Transsexualität. Korrektur-OP. Ich habe meine Korrektur überlebt und das Genialste, als ich dann wieder aus der OP auf mein Zimmer gefahren wurde, lag dort eine Frau, etwas älter als ich. Wie das so ist, man unterhält sich. Sie ist Privatpatientin. Und hier im Krankenhaus, weil sie sich verschönern lassen möchte. Sprich, Bauch, Beine, Po, Fett absaugen. Das Genialste. Sie ist selber Psychologin und hat sogar glaubhaft rübergebracht, dass, denn sie scheint den operativen Weg zu kennen und auch, wo der MDK Steine in den Weg zu legen versucht. Sie hat deutlich mehr Background als ein normaler Mensch, also erzählte ich auch von meinem Problem mit dem Fotosammeln. Und sie hat sogar recht, im Nachhinein mit einer einfachen Erklärung. Zitat sinngemäß sagte sie mir: Silvia, du warst mal ein Mann. Hast nun die Möglichkeit, deinen Körper eben für dich passend zu dir zu modellieren. Und das Ganze bezahlt dann meist auch noch die Krankenkasse. Also möchtest du natürlich auch, dass deine Brüste zum Beispiel zu dir und deinem Körper passen. Ich hatte bzw. habe auch gerade so eine Patientin bei mir in der Praxis. Okay, sie ist Single, sie war mal gay, darum sicherlich auch andere ganze Prioritäten. Und gerade du als Lesbe, denn Frauen schauen nicht so auf die Oberweite, also im Gegensatz zu Männern. Ne, Marco? Ich persönlich, wenn ich darf, würde dir zu einem guten B- bis kleinen C-Körbchen raten. Meine Patientin hat aber, weil sie eben auch auf Männer steht, gleich zu einem D-Körbchen geraten. Du möchtest dich halt selber modellieren, dich und deinen Körper in Einklang bringen. Ende dieses Textes. Was soll ich dazu sagen? Könnt ihr mal Pippi Langstrumpf fragen. Denn diese Psychologin hatte absolut recht nach meiner Brustaufbau-OP. Und als ich mich und meinen nun vollständigen Körper auch real und sehen und bewundern konnte, ich also mein Endergebnis sah, damit auch zufrieden war, sammelte ich auch keine Fotos mehr. Und nahm damit Frau von Münchhausen nun auch hier ihr narzisstisches Druckmittel des Fotosammelns und ihre Aussage, oder ich beende die Beziehung. Sie kontrollierte danach sogar noch mehrfach mein Mobiltelefon, ob ich auch wirklich aufgehört hatte, Fotos zu sammeln. Sie fand leider aus ihrer Sicht auch keine Fotos mehr. Die anderen waren ja auch schon von ihr gelöscht worden. Oh, Pippi Langstrumpf, hatte mal eine Psychologin recht gehabt? Und du musstest dir was Neues einfallen lassen? Oh, fiel dir nichts ein? Hattest du mich und ja nicht nur mich darum weiter in Bezug auf deinen Marco belogen? Ein Ding zum Thema Brüste gab es dann allerdings noch irgendwann im Frühjahr 19. Achso, Pippi Langstrumpf. Guck mal. Keine Konturen. Keine Nippel. Schöne Brüste. Und kein BH. Und das vor der Kamera. Denn Pippi Langstrumpf und ich trafen uns irgendwann im Frühjahr 2019 in Hannover. Es war auch schon relativ warm und ich hatte, glaube ich, nur eine Hose und ein Shirt an. Aber das wohl etwas frisch vorm Aussteigen war. Auf jeden Fall war mir kalt. Pippi Langstrumpf holte mich am Bahnhof von Hannover ab, sah mich, begrüßte mich, stand mit einem Kuss, wie hätte es ja auch sein können, mit einem Spruch und auch den hier jetzt sinngemäß. Spruch von Pippi Langstrumpf, Zitat. In Zukunft siehst du, egal wo du hingehst, BH unter. Und nicht zu vergessen auch ein Slip. Du gehst nie wieder ohne Unterwäsche aus dem Haus. Ich will nicht, dass irgendwer deine Nippel sieht. Sowas machen keine ordentlichen Frauen. Diese Anspielung in Bezug auf die ordentlichen Frauen bezog sie wahrscheinlich dann hier auf die Frau, mit der ich von 2010 bis 2013 zusammen war. Ja, sie war eine Nutte. Aber egal. Fakt ist, Pippi Langstrumpf hat mich fallen gelassen. Sie hat mich betrogen, als ich sie am meisten gebraucht hätte.
Sie hat mir die Wahrheit verdreht und den Verstand verlieren lassen. Und viel schlimmer, sie hat mir eingeredet, dass alles ganz anders ist, beziehungsweise war. Und weißt du was, Pippi Langstrumpf? Das war es auch. Es war alles viel schlimmer als die anderen. Ab Februar oder März 2019 ging dann auch los. Mehrfache Aufforderung, dass ich mich bei Lovo abmelden sollte. Ich darf mich also nicht online über meine Probleme mit dir unterhalten. Und du triffst dich real mit deiner heutigen Freundschaft Plus. Das aus deinem Narzissmus, das ist auch für deinen Narzissmus soziale Isolation. Denn meine ganzen alten persönlichen Freunde hattest du mir ja schon genommen. Ich dürfte mich also deinerseits nicht mal mit fremden Menschen unterhalten. Egal ob öffentlich wie im Downtown oder online bei Lavo via Streamingportal. Das ist soziale Isolation. Facebook Lebensereignis. 25. Juni. Ah! Sind wir da schon, okay. Hier sagte mir Pippi Langstrumpf dann im Peiner Schwimmbad, dass ihr Ex-Freund bei ihr vorbeikommt. Heute ist Dienstag. Pippi Langstrumpf kam gerade von ihrem Psychiater. Auch ihrem Psychiater erzählte sie, dass am Freitag Marco vorbeikommt. Ihrem Psychiater sagte sie halt sinngemäß in etwa so, Zitat, sinngemäß, Marco, mein Ex-Freund, kommt Freitag vorbei. Soll ich das Silvia sagen? Ihr Psychiater natürlich davon ausgehend, dass es eben nur Freitag ist, bejahte dies natürlich. Was Pippi Langstrumpf ihrem Psychiater nicht sagte, dass Marco eben vom 28.06.19 bis 2.07.19 eben bei und vermutlich, beziehungsweise im Nachhinein ja definitiv auch in ihr war. Das Dreiertreffen, das ich sogar öffentlich vorschlug, da ja Schützenfest war, als vertrauensbildende Maßnahme, lehnte sie wie auch Marco ab. Ich habe darum sogar heulend gebettelt im Schwimmbad. Aber du hast es trotzdem eiskalt abgelehnt. In einem kurzgeführten Telefonat am 28.06. zwischen Marco und mir, darf Marco mich halt auch Schwuchtel nennen? Und bezeichnen, was ich eingangs dieses Textes ja auch schon sagte. Übrigens, das ist auch eine Beleidigung. Hier könnte ich sogar jetzt noch Strafanzeige stellen, Marco. Was ich aber nicht tue. Denn ich habe Mitleid so dummen, einfachen Menschen ohne Ahnung. Wie gesagt, Marco, 5 Tage und 4 Nächte bei und in Baronin von Frau Münchhausen. Aber du hast ja angeblich nur im Wohnzimmer geschlafen. Darum hat mich ja auch Frau von Münchhausen mindestens 7 Monate vorher und auch auf eine Vielzahl auf Nachfragen auf dich belogen. 4. August, auch ein Zitat aus dem Kalender. Frau Münchhausen ist angeblich zu einem Geburtstag eingeladen. Geburtstagsfeier? 3 Fragezeichen. Auf einem Sonntag? 3 Fragezeichen. Und dann steht da noch unter, hast du Montag frei oder Spätschicht? Denn vermutlich steckt ja die ewige Nummer 2, also Marco, in dir. 6. August. Warte mal, mal was gucken. Ah ja, 6. August. Das ist ja das Geilste überhaupt. Fahrrad holen. Wir hatten ja vorher noch. Hier steht auch nur ein einfacher Kalendereintrag. Ich hatte ihr übers Internet mit ihrem Einverständnis sogar, damit wir auch mal gemeinsam Fahrrad fahren können, wenn sie hier bei mir ist, hatte ich ihr ein Fahrrad gekauft. War auch Geld, was ich umsonst investiert hatte. Denn hier lag ja nicht mehr was dran. Aber statt dass sie hier was sagt. Warum auch? Sie hat auch ihren Mann mitgefunden. 10. August. Ich kam ihrer zynischen Forderung nicht nach.
dass ich mich bei Lovo das vierte oder fünfte Mal abmelden soll. Lovo, das Streaming-Portal, wo ich mich mit fremden Leuten über den Narzissmus unterhalten hatte. Beziehungsweise eben über meine Probleme mit dir, dem Narzissmus mir gegenüber und meine Position als Partnerin unterhalten habe. Weil dort eben aber niemand meine Partnerin, also dich, wie aber auch mich, niemand kennt. Gut, mittlerweile kennen mich da ein paar Leute. In der Zeit vom endgültigen aus bis Anfang oder Mitte September schickte ich Ulla sogar noch Postkarten, ja sogar echte handgeschriebene Liebesbriefe, wie man sie mal eben geschrieben hatte. Im Gegensatz zu ihr schrieb ich ihr Briefe. Sie hat mich bei WhatsApp, auf Mobiltelefon, überall auf Ignor gesetzt. Aber das ist auch der eigentliche Nachweis dafür, dass diese Beziehung, die ich zu Pippi Langstrumpf hatte, eben eine toxisch-narzisstische Beziehung meinerseits war. Zu einer Person mit einer NPS. Ich weiß aber, dass sie mich bei Facebook mit ihren Fake Nicks und auf YouTube hier oder auch teilweise in andere Accounts mit einbezieht. Sich mich massiv stalkt und auch heute noch. Nicht mehr so massiv, kann vielleicht sein, aber sie stalkt mich. Darum ja aber auch dieser Film. Das Beste hatte sie in der Zeit zwischen dem 10.8.19, also ihrem wortlos narzisstisch eifersüchtigen Schlussmachen und ihrer Gewaltschutzklage gemacht. Sie hat mich richtig körperlich bedrohen lassen. Bedroht oder bedrohen lassen. Über einen Fake-Nick oder sogar wirklich halt bedrohen lassen von 3, 4 oder 5 Männern bzw. Jungs. Waren sie alle in dir? Ich weiß es nicht mehr so genau. Es waren auf jeden Fall deutlich mehr als 2 Bedrohungen. Aber die Drohungen gingen ganz klar auf Körperverletzung, was die harmlosesten waren. Von wegen, pass auf, dass du dich mal nicht unerwartet von mir was auf deine große Klappe bekommst. Bis hin zum Mord, dass ich einmal irgendwann eine Kugel im Kopf habe. Oder eine andere, dass ich eben ein Messer ins Herz bekomme. Einer wohnt sogar angeblich hier im Peiner Land. Sollten mir deine Drohungen eigentlich Angst machen, Frau Münchhausen? Das ist lächerlich. Du weißt, was ich gemacht habe, was ich kann. Ich bin zwar eine alte Frau, aber im Gegensatz zu dir bin ich geistig, seelisch fitter als du. Und körperlich auf jeden Fall. Denn du hattest ja im Oktober 18 sogar schon gesehen, dass dein beschützender Sohn mit seinen damals 18 Jahren sogar Angst vor mir hatte. Warum auch immer. Denn euch hätte oder würde ich niemals was tun. Selbst heute noch nicht. Aber mit deinem IQ, erwarte ich auch nicht, dass du sowas verstehst. Respekt hatte ich nur vor der Bedrohung mit der Waffe. Wobei ich mehr Respekt vor der Waffe hatte, als vor dem Schützen. Denn Schießen ist schon mal eine Kunst. Treffen eine noch größere. Und dann auch noch eine Menschen. Das ist immer eine sehr hohe Kunst. Denn ja, im TV wird es ja immer so einfach dargestellt. Ach, und zum Thema Verstand hatte ich noch einen schönen Spruch gelesen. Sinngemäß geht er so. Ey, die Frau, die sieht ja richtig toll aus. Gibt's sie auch mithören? Da musste ich dann sofort an dich denken. Quelle Kalendereintrag 23.8. Oh ja. Da war ich nämlich nochmal. Oh. Es ist nicht so gut, da ist so viel für mich drin. Du bist mich an mit deinen funkelnden Augen. Es wird so gut, da ist so viel für mich drin. Aber weiter. Du bist mich an. Ja, so. Also auf jeden Fall. 23.8. Pur Konzertstadion. Ja, ich war da.
Es war die Open-Air-Tournee vor dem Konzert, wo wir am 9.12. und das Konzert vom 8.12. hier jetzt läuft. Ja, Frau Münchhausen. Ich hatte ihm als Überraschung 2 Karten besorgt. Es waren zwar nur Pressekarten, die aber meistens besser sind, alleine von den Zugangsbeschränkungen her, als normale Karten. Auch ein Punkt, den du nie begreifen wirst. Ich war sogar ohne Fotoapparat da. Ja? Da kommt die Presse sogar ohne Fotoapparat rein, Gott sei Dank. Weil, was soll ich sagen? Ich weiß, dass ich da das erste Mal auf einem Konzert zusammengebrochen war. Nicht wegen all der Einschränkungen, Überhitzung. Nein, wegen meiner Psyche. An dieser Stelle übrigens, falls Sie es auch mal sehen, danke an die 3-4 Helfer. 7. Oktober 19. Gewaltschutzklage! An dieser Stelle auch danke an Kirsten. An diesem Tag bewies sie, dass sie nicht mit Liebe umgehen kann. Und ich nicht weiß, was Liebe ist oder wie eine Beziehung funktioniert. Am 10.8. beendete sie die Beziehung, weil ich mich ja in einem Streaming-Portal, in dem ich Leute fand, um mich über ihren Narzissmus zu unterhalten, nicht nachkam. Ich unterhielt mich nur über das Internet ohne Namensnennung. Ja, sogar ohne zu sagen, dass es dabei um meine Freundin ging. Um ihren Narzissmus. Ja, genau, um deinen. Wie geschrieben, nur virtuell. Aber sie darf 5 Tage und 4 Nächte mit ihrem Ex-Freund von vor mittlerweile 25 Jahren real bei bzw. in sich haben. Denk bitte auch an das lange Wochenende im Juni, Juli. Aber bei der Gelegenheit denk bitte auch, wie lange ich im Dezember 2016 brauchte, um in ihr zu sein. Darum ja auch diese vertrauensbildende Maßnahme. Aber Marco hat das nicht in 5 Tagen und 4 Nächten geschafft, sondern merkst du eigentlich, wie hohl du bist. Aber das war dann jetzt auch Ende 19. Boah, der Film ist ja mehr als 2 Stunden. Jetzt nochmal ganz viel, nur einfach mal runtergelesen. Auch wenn du mir mehr oder weniger über dein Psycho hast ausrichten lassen oder hast mich bitten lassen, ich soll die Filme sein lassen, weil sie dir, Zitat, wehtun. Also Pippi Langstrumpf, du hast doch die Beziehung beendet. Du liebst mich doch nicht. Du, wo tun dir die Filme weh? So rum ist richtig. Du hast doch eine Freundschaft plus und auch andere Männer. Und wenn so eine Schwuchtel, wie ich es bin, wie deine Freundschaft plus mich bezeichnet, solche Filme macht, warum schaust du sie dir dann an? Zumal du dich laut deiner eigenen Gewaltschutzklage vom 7.10. von mir fernhalten sollst und musst. Ist doch sowieso alles nicht wahr oder gelogen, deiner Meinung nach. Warum oder wieso oder wo tun dir dann die Filme weh? Denk einfach mal über die Scheiße, die du mit mir gemacht hast oder machst oder vermutlich auch noch machen wirst, nach. Denk mal über deinen Post in der, ich glaube, letzten Gruppe nach, wo ich dich beeinflusst haben soll. Zumal du als Heterofrau in einer letzten Gruppe. Ist das Stalking oder ist das Stalking? Wo bin ich ein Narzisst? Ich habe sogar nach deinem Juni-Juli-Wochenende mit deinem Marco trotzdem versucht, immer noch diese Beziehung zu retten. Und war auf einem vernünftigen Fairness-Level. Die einzige Bitte, die ich an dich hatte, war, dass ich dich gebeten hatte, den Kontakt zu Marco dann wieder abzubrechen. Wohlbemerkt, ich habe dich gebeten, dass du den Kontakt abbrichst. Was du mit deinem Narzissmus verweigertest. Aber alleine das war mehr oder weniger das Einzige, worum ich dich vielleicht an deine angebliche Lieben glauben würde. Weil du ja eigentlich den Mann in dir hattest mit Marco. Was mich, warum auch immer, nicht aufgegeben. Was du hattest mich, aber warum auch immer nicht aufgegeben hattest. Oder aufgeben wolltest. Wie gesagt, warum auch immer.
Denn vielleicht, weil du mich eben auch narzisstisch so gut behandelt hattest und ich alles machte, was du wolltest, was jetzt vielleicht dein Marco, vielleicht nicht mehr macht, bis eben zum 10.8. Denn ich habe keine Verbote dir gegenüber ausgesprochen. Ich habe dich nur inständig darum gebeten, ja sogar heulend gebettelt. Auch oder wegen meiner Liebe zu dir. Und das in der Öffentlichkeit, im Freibad in Peine. 24.06.20, Gespräch mit der Polizei, brauche ich nicht vorlesen, deine Anzeige weißt du selber. 27.06., das ist, naja, obwohl es auch Schwachsinn, weil du kennst den Film nicht, weil es geht hier um einen Film. Am 27.06. war ein Film, beziehungsweise eine Reportage im Fernsehen. Mann oder Frau? Ein Leben im falschen Körper, aber den Text lese ich auch nicht vor, weil wir sind ja eh schon wieder ganz schön weit. Wir sind jetzt bei fast 2 Stunden. Also Pippi Langstrumpf, hier noch. Wenn alles so ist, wie du denkst, also hier mehr oder weniger nichts stimmt, dann hast du den Film ja auch gar nicht bis zu Ende gesehen. Oder nicht über das, was ich sagte, nachgedacht. Wenn aber der Film doch die Wahrheit entspricht und es so ist, wie ich denke, oh ja. Okay, ich hätte auch Fehler gemacht. Einen Fehler meines Charakters ist es, dass ich eben auch gerne Menschen kennenlerne. Was aber bei mir nicht heißt, dass ich mit diesen Menschen auch Sex haben möchte, wie du es ja immer denkst. Ich habe nicht deine Papiere in der Tasche. Sehe auch eben meine Fehler, wo ich nicht wusste, wieso oder weshalb. Oder warum mit der Fotosammelei. Aber das hat sich dann ja im Nachhinein leider auch erst aufgeklärt. Wieso, weshalb, warum. Aber das interessierte dich dann ja am Anfang des Jahres, als es mir eine Psychologin im Krankenhaus in Berlin sagte, auch leider nicht mehr. Warum auch? Du hattest ja seit Dezember deinen Ex Marco schon wieder am Haken, für den du ja 2019 sogar deinen Psychiater B und mich angelogen hattest. Ist mir aber mittlerweile auch schon egal. Ich wünsche dir und deiner Freundschaft plus viel Spaß in eurem Leben. Möge es so sein, wie ihr wollt. Denn dein Zukunftsplan, wie du es dir vorstellst, mit deinen wechselnden Freundschaften, deiner dauerhaften Freundschaft plus, passt nicht mit meiner Zukunftsplanung überein. Denn ich möchte mit nur einer einzigen Partnerin alt werden. Ich hatte auch eine Diskussion mit einer Freundin bezüglich auf gegenseitiges Berühren bzw. gegenseitiges Streicheln in einer Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob es für Pippi Langstrumpf oder ob es Pippi Langstrumpf als solches überhaupt noch... Was? Ach so. Ja, jetzt geht nur noch eine. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz hier. Weil die hat dann ausgeschaltet. Also muss ich hier mal eben... So. So, also ich hatte meine Diskussion mit einer Freundin bezugnehmend auf gegenseitige Berührungen bzw. gegenseitiges Streicheln in einer Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob es für Pippi Langstrumpf oder ob es Pippi Langstrumpf überhaupt würde. Aber für mich ist es durchaus normal, wenn ich meine Partnerin, in dem Fall ja Pippi Langstrumpf, gestreichelt habe, dass sie es auch genießt. Sie hat mich aber niemals spüren lassen, dass sie es genießt. Von daher weiß ich gar nicht, ob sie es wirklich genossen hatte. Fakt ist, natürlich habe ich es genossen, wenn sie mich berührt hatte oder gestreichelt hatte. Ich habe es sogar genossen. Aber hat sie mich auch niemals spüren lassen, ob sie es toller findet oder ob sie es abscheulich findet? Oder so etwas gehört für mich auch in eine Partnerschaft rein. Dass man eben Berührung der Partnerin, des Partners genießen kann und tut. Und dieses auch der streichelnden Person dann zeigt. Zum Thema Narzissmus. Alleine das Beenden am 10.8.
Weil ich mich nämlich in dem Streamportal nicht abmelden wollte, ist ein Beweis ihres stillen oder beziehungsweise unverdeckten Narzissmus. Ergebnis einer Studie. Der stille, verdeckte Narzisst bezieht sich fast immer auf nur eine Person. Der stille, verdeckte Narzissmus bezieht sich immer nur auf eine Person. Damit das Umfeld, die Familie, Freunde des Opfers, aber auch des Täters nichts mitbekommen. Das ist ein Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie. Ich schrieb ihr sogar noch handschriftlich Liebesbriefe, die sie dann genau an ihrem Geburtstag am 7.10. mit einer Gewaltschutzklage beantwortete, in der sie mich dann sogar als Täterin darstellte. Wie gesagt, handschriftliche Liebesbriefe, echte Liebesbriefe zu der Anzeige aus Juni 2020 sage ich lieber nichts. Nur so viel kann ich hier schon mal sagen, Pippi Langstrumpf. Auf deine Anzeige auf diesen Film freue ich mich auch schon wieder. Anders scheinst du ja keine Aufmerksamkeit von deinem Marco und deinen anderen Männern zu bekommen. Von mir sowieso nicht mehr. Du bist es mir nicht mal mehr wert. Zumal ich kurioserweise am 10.08.2020 eine Mail von einer Frau bekommen hatte. Die eben in genau dem Alter ist, was du mir ja immer vorgeworfen hattest. Eine hübsche Frau von Mitte 20. Gut, okay. Mit der war ich zwar auch leider nur 2 Monate zusammen. Aber ich werde mich zumindest... Was? Achso, mit der ich auch nur leider 2 Monate zusammen war. Zumindest dein Narzissmus schuld mit Schuld dran war. Dein Narzissmus war mit dran schuld. Aber da werde ich mich auf sicher auch noch in 5, 8 oder 10 Jahren dran erinnern. Denn im Gegensatz zu dir und deinem Wolfgang... Okay... Bei mir wechseln die Partnerschaften ja auch nicht so schnell und so häufig wie bei dir. Schade, du hättest nämlich meine Liebe, meine Geborgenheit, mein Vertrauen im vollen Umfang haben können. Meine Liebe, meine Geborgenheit wolltest du ja aber nicht. Weil du ja nicht mit Liebe und allem, was dazugehört, umgehen kannst oder willst. Übrigens, in einer anderen Studie über Narzissmus kam auch Folgendes bei raus. Und das könnte vielleicht auch wichtig für dich und deinen Narzissmus sein. Narzissten, wie du es bist, projizieren, also unterstellen, ihre Wahrheit zu anderen 100% auf ihr Opfer. Also hast du mich doch betrogen. Du hast mich betrogen, du hast mich belogen, du projizierst das alles ja auf mich. Was hier natürlich auch im realen Leben bei Pippi Langstrumpf und mir heißt, sie unterstellte mir, dass ich sie betrügen würde. Habe ich also eine Ex-Freundin bei mir oder in mir für 5 Tage und 4 Nächte gehabt? Stalke ich dich mit einer Gewaltschutzklage? Oder stelle ich Strafanzeige wegen Stalkings? Abschluss. So, Pippi Langstrumpf. Ich stelle dich nicht schlecht da. Das machst du mit deinem Handeln und deinem Tun und deinem Charakter ganz alleine. Ich schildere nur, was alles, sagen wir mal, durch oder wegen deinem Narzissmus falsch gemacht hattest. Fakt ist, auf der einen Seite liebtest du Silvia, mag sein. Was ich aber nicht wirklich glaube. Denn du, Zitat von dir, warst, bist und bleibst hetero. Auf der anderen Seite wolltest du einen Mann. Hast ja selber heute noch Carsten im Kopf. Dein Psychiater hatte dir sogar mal 2018 gesagt, dass der Mann immer etwas in mir sein wird. Auf der einen Seite hattest du ja Carsten gefordert, aber auf der anderen Seite auch Silvia verlangt. Sehr widersprüchlich. Alleine dieses Reden und Tun, Machen und Handeln. Weißt du eigentlich, was du wolltest? Nein? Ich nehme dich auch nicht. Das Einzige, was ich weiß, was du wolltest, dass ich alles versucht habe, es dir möglich zu machen. Was ist daran so schlimm, wenn ich mal einer fremden Frau ein Kompliment gemacht hatte auf ihr Aussehen oder auf die Klamotten? Will die Frau dann gleich Sex? Also ich auf jeden Fall nicht. Aber was? Das kann aber jeder Mensch auf sich selber projizieren, ne, Frau Münchhausen?
Ich wollte der Frau einfach nur ein Kompliment aussprechen, mehr nicht. Dir gefallen doch auch die Komplimente deiner Kunden in der Bäckerei. Oder wollen die auch mit dir gleich ins Bett? Okay, wenn man mal in der Gastronomie geht, wann man da ja gleich Sex? Oder sich nur unterhalten? Ja, Pippi Langstrumpf, unterhalten wir im Downtown oder eben richtig singen. Oder nicht, wie du es halt immer dachtest, weil ich in deinem Kopf eben immer noch der Mann bin, Sex möchte. Wer wohl in unserer Beziehung der Mann war, sollte ja nun wohl klar sein. Nicht wahr, Ulrich? Du weißt selber, gerade aus der Zeit der Hormone, wie viel Sex ich da wollte. Aber du hattest ab 10.8. die Beziehung beendet, weil ich in einer für dich Kontaktbörse, für mich aber eben immer noch Streamingportal war und immer noch bin. Okay, nicht mehr so oft, aber ich werde versuchen, dir mehrfach zu erklären, dass Lovo ein Streamingportal ist. Und das auch so in meinem Profil stand, steht und auch immer noch so stehen wird. Und nicht wie Instagram ein Singleportal oder Fotoportal ist. Sieh auch hierzu dann mal meinen TV-Bericht. Hattest du eigentlich überhaupt mal bei Lovo reingeschaut? Weil ich dort Menschen fand, mit denen ich über deinen Narzissmus, dein Verhalten mir gegenüber, dein Reden aus Angst. Ja gut, okay. Du hattest dich ja nicht mal mit mir, sondern vermutlich lieber mit deinem Marco unterhalten. Zu dem du ja meinerseits unwissentlich wieder Kontakt hattest. Dich hatte ich dann 2019 nur an deinem Geburtstag vor Gericht in Hameln wieder gesehen. Aber deinem Willen nach und deinem Narzissmus nach durfte ich ja eh niemanden kennenlernen. Egal ob weiblich, was ja deinem Denken sowieso nicht durfte. Aber selbst Männer durfte ich ja nicht kennenlernen. Egal. Sowas ist eben total und absolut soziale Isolation. Und wenn du mal ehrlich bist, ehrlich zu dir selber, und auch zu deinen Freunden, Familien und Sohn bist. Und wer noch was so alles deine Lügen glaubt. Habe ich hier wirklich gelogen? Darum bist du in meinen Augen eine sehr, sehr arme und dumme, sehr dumme Frau. Die sich jetzt ja wieder ihren Sex und ihre Anerkennung über Freundschaft Plus und zahlreichen Kontaktbörsen holen kann. Wie du es ja auch schon 2016 machtest und tust. Du kannst nicht lügen, du kannst nicht betrügen. Sorry, Frau Münchhausen. Aber diese ganze Beziehung war leider auf deinen Lügen aufgebaut. Denn laut Beschluss vom 7.10. habe ich von dir, aber auch du dich von mir real und auch per Internet in sozialen Foren fernzuhalten. Also halte dich jetzt bitte, genau, jetzt kommt mal der restliche Teil. Also halte dich bitte an deine eigene Gewaltschutzklage, auch mit deinem Fake Nix und deinen ganzen anderen Nix. Ich sage nur das Profil von Junior, was ich ja gesperrt habe Anfang des Jahres, wie du weißt. Und zu guter Letzt auch noch mal eine kleine Gehässigkeit, Pippi Langstrumpf. Du selber weißt genau, dass das hier alles die Wahrheit ist. Du selber weißt genau, dass du mich mega verletzt hast. Ich möchte dich jetzt auch nicht wirklich verletzen, aber dennoch, falls oder wenn du mich mal geliebt haben solltest, wünsche ich mir jetzt einfach, dass du den Text hier, dies alles mal komplett angehört und realisiert hast. Was du alles für Scheiße gebaut hast und heulend zu Hause sitzt und dein Marco dich dabei auch noch tröstet, weil er sogar vielleicht mitgehört hat. Gut, das werde ich nie erfahren, aber auch das ist mir mittlerweile scheißegal. Ich wünsche dir und euch beiden, nicht besonders intelligenten Menschen für die Zukunft, ein schönes Leben und wenige Krankheiten. Und bleib bitte beide endlich und endgültig aus meinem Dunstkreis raus. Auch aus dem Dunstkreis meiner Bekannten, meiner Freunde.
und habt ein schönes Leben, ihr beide. So, ich hoffe, das war jetzt deutlich. Haltet euch von mir fern. Auch du, Pippi Langstrumpf, Baronin von Münchhausen oder U.K. Sternchen S aus C bei H. So, Ende im Gelände. Schaltet aus.